Oh oh, du hast keinen guten Tag. Diese zwei roten Punkte auf deinem Knöchel sehen echt schlimm aus, Kumpel. Sieht fast so aus, als wärst du von einer Schlange gebissen worden. Du hast keine Ahnung, ob sie giftig war oder nicht, also könnte Folgendes passieren. Wenn sie nicht giftig ist, hast du Glück. Dir wird nichts Schlimmes passieren. Dennoch tragen die Fangzähne einer Schlange tausende von Bakterien in sich. Und wenn sie die Haut durchdringen, gelangen diese kleinen Schädlinge in dein Blut und richten großen Schaden in deinem Körper an. Die gefährlichsten von ihnen verursachen Tetanus. Eine schwere Erkrankung, die unheilbar ist, wenn du nicht rechtzeitig medizinische Hilfe bekommst. Schlimmer noch, du könntest einer der unglücklichen Menschen sein, der eine Allergie gegen Schlangenspeichel hat. Ähnlich wie gegen Bienenstiche oder Erdnüsse. Oh ja. Erdnüsse können gefährlich sein. Wenn sich die Enzyme im Speichel mit deinem Blut vermischen, versucht dein Körper, sie loszuwerden. Er merkt nicht, dass er im Grunde genommen sich selbst bekämpft, sodass der Konflikt schnell eskaliert und du anfängst, dich übel und schwach zu fühlen. Irgendwann fällt es dir schwer zu atmen und du wirst vielleicht sogar ohnmächtig. Selbst wenn du also von einer ungiftigen Schlange gebissen wurdest, solltest du also besser sofort Hilfe rufen. Aber es gibt noch ein schlimmeres Szenario. Die Schlange war tatsächlich giftig. Jede Schlangenart hat ihre eigene Art von Gift, das anders wirkt. Mal sehen. Ah, es kann entweder Herz und Nieren, Muskeln oder Blutgefäße befallen. Es beginnt immer mit einem stechenden Schmerz an der Bissstelle. Die Schlange öffnet den Mund weit, sticht mit ihren beiden oberen Fangzähnen in dein Fleisch und injizierte ihr Gift durch die Kanäle in den Zähnen. Das Gift gelangt direkt in deinen Blutkreislauf und dann beginnt der wahre schwarze Zauber. Wenn die Bissspuren auf der glatten Haut deutlich sichtbar sind und sonst nichts zu sehen ist, könnte es sich um einen Krait gehandelt haben. Wenn der Biss anzuschwellen beginnt, war es wahrscheinlich eine Kobra. Dir wird sofort schwindelig werden, dir wird heiß und du beginnst zu schwitzen, aber das ist noch kein Gift. Das bist nur du. Diese Bissspuren machen dir Angst und die Hormone Adrenalin und Cortisol schießen aus deinen Nebennieren in dein Blut und lassen dich erröten und zittern. Dein Herz schlägt jetzt schneller, was dazu beiträgt, dass sich das Gift schneller ausbreiten kann. Schon bald bekommst du Bauchschmerzen und Krämpfe. Die giftigen Enzyme im Schlangengift reagieren mit deinem Blut und gelangen zu den inneren Organen und Muskeln. Sie befinden sich alle nahe beieinander, sodass das Gift schnell und aggressiv einwirkt. Und wenn das Gift durch deine Leber, Nieren und Herz gegangen ist, was etwa 15 Minuten dauert, breitet es sich bis zu den Nervenenden aus. An diesem Punkt beginnt man den Kontakt zur Realität zu verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Zuerst werden deine Augenlider immer schwerer, die Lidmuskeln gehören zu den kleinsten des Körpers und haben nur wenige Nerven, was sie zu einem leichten Ziel für Gift macht. Dann wandern die Giftstoffe immer weiter durch deinen Kreislauf und füllen deine kleineren Blutgefäße wie einen Schwamm. Dabei hören die Nerven von deinem Kopf abwärts auf zu funktionieren, weil sie vom Gehirn gesteuert werden. Es wird immer schlimmer, nicht wahr? Von den Augen aus breitet sich die Taubheit über dein Gesicht aus. Deine Lippen und Wangen spannen sich an, sodass du aussiehst, als ob du dich über etwas ärgern würdest. Innerhalb von ein oder zwei Stunden verlierst du die Fähigkeit zu sprechen und zu sehen. Die Nerven in deinem Gesicht wurden vollständig deaktiviert. Aber die Auswirkungen des Bisses wandern weiter nach unten und legen Zunge, Unterkiefer, Hals, Zwerchfell und so weiter lahm. Wenn dies eintritt, bist du leider fast nicht mehr zu retten. Wenn das Zwerchfell nicht mehr reagiert, können deine Lungen nicht mehr richtig funktionieren und du hörst auf zu atmen. Und das sollten wir wirklich nicht tun. Wenn du aber Glück hast, könnte es ein leichter Biss sein und die Taubheit wird deine lebenswichtigen Systeme nicht beeinträchtigen. Sie breitet sich dennoch vom Kopf abwärts durch den ganzen Körper aus, kann aber nicht tief ins Innere gelangen, sozusagen durch die oberen Schichten hindurch. Du könntest das Gefühl in deinen Fingern, Zehen und deiner Haut verlieren und dich sogar nicht mehr richtig bewegen können. Aber wenn du sehen und atmen kannst, könnten die Symptome in ein paar Tagen von selbst verschwinden. Hoffe aber nicht einfach darauf und rufe den Krankenwagen, sobald du merkst, dass etwas nicht stimmt. Schließlich kann all dies für dich völlig irrelevant sein, wenn du keine Taubheit verspürst, sondern Herzschmerz. Sowohl Kobras als auch Giftnattern haben eine Art Gift, das direkt auf dein Herz wirkt. Wenn es dort ankommt, und das ist ziemlich schnell, kann es den Hauptmuskel deines Körpers schneller oder langsamer schlagen lassen und Unregelmäßigkeiten verursachen.
Das ist eine enorme Belastung für dein Herz. Du weißt also, was zu tun ist. Auch andere Muskeln können betroffen sein, insbesondere durch Gift von Seeschlangen. Es enthält spezielle Gifte, die auf die Muskeln abzielen. Und wenn deine Augen schwer werden, kannst du auch Krämpfe bekommen. Zuerst im Bauch und dann kurz darauf in Armen, Beinen und Brust. Du wirst dich nur schwer bewegen können, weil deine Muskeln steif werden. Und das Berühren von Dingen wird wegen der Überempfindlichkeit zu einer Tortur. Am Ende wird das Gift dich dazu bringen, im Bett zu liegen und zu warten, bis es verschwindet. Wenn es denn verschwindet. Junge, Junge, lasst uns einfach weitermachen, okay? Wenn du dir die Bissstelle ansiehst und eine Schwellung wahrnimmst, während das Blut aus den beiden Einstichen quillt, dann bedeutet das, dass du von einer Viper gebissen wurdest. Dieses Gift wirkt anders und ist noch erschreckender. Hui. Seine Moleküle sind größer und können sich nicht so schnell in der Blutbahn ausbreiten. Deshalb steuern sie auf deine Lymphknoten zu und wirken von dort aus. Infolgedessen wirkt das Gift langsam und schmerzhaft. Zuerst wirst du dich also nur ängstlich und schwindelig fühlen. Dann, nach 15 Minuten, beginnt sich das Gift in deinem Körper auszubreiten und beginnt dort, wo die Viper zugebissen hat. Die dickflüssige und zähflüssige Substanz verunreinigt dein Blut, lässt es gerinnen und verursacht Blutergüsse. Je höher es steigt, desto mehr Bereiche deines Körpers sind davon betroffen, aber im Vergleich zu den Auswirkungen von Bissen einer Kobra und Giftnattern verläuft dieser Prozess langsam. Wenn du keine medizinische Hilfe erhältst, wirst du feststellen, dass die Schwellung stündlich zunimmt. Wenn sich das Gift seinen Weg durch deine Lymphe bahnt, wird es sich gegen dich richten und noch mehr Schwellungen verursachen. Die Lymphe ist die primäre Abwehrbarriere deines Körpers. Sie ist eine Flüssigkeit, die weiße Blutkörperchen enthält, die Krankheiten bekämpfen. Gift dringt ein und verursacht Unordnung. Weiße Blutkörperchen greifen es vergeblich an und es breitet sich immer weiter aus. Und wenn das abscheuliche Ding die Lymphknoten erreicht, schwellen sie an und versuchen verzweifelt, den Eindringling loszuwerden. Die Produktion von Lymphe nimmt zu und der gebissene Teil deines Körpers schwillt von Stunde zu Stunde an. Je nach Potenz und Menge des Giftes wächst deine Gliedmaße am zweiten oder dritten Tag nach dem Biss um das Doppelte an. Da wir über deinen Knöchel sprechen, ist es dein ganzes Bein, das betroffen sein wird, von Fuß bis zur Hüfte. Du wirst natürlich nicht mehr laufen können und auch das Sitzen wird nicht mehr möglich sein. Die einzige Hoffnung in diesem Stadium besteht darin, im Bett zu liegen und zu versuchen, sich nicht zu bewegen. Selbst in so fortgeschrittenem Stadium besteht noch die Chance, dass dein Körper sich selbst heilt. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dich ins Krankenhaus zu bringen, was denkst du? Ja, solltest du auf jeden Fall gehen. Was zum Teufel? Wenn du von einer Schlange gebissen wirst, könntest du in Panik geraten und einfach alles falsch machen. Also erhöhe deine Überlebenschancen, indem du dich beruhigst. Angst lässt dein Herz schneller schlagen, pumpt Blut durch deinen Körper und damit auch das Gift. Es braucht immer noch Zeit, bis es in deinen Kreislauf gelangt. Also bleibe ruhig, lege dich hin und halte das gebissene Glied unterhalb deines Herzens. Die Schwerkraft wird dann die Arbeit für dich erledigen. Versuche auf keinen Fall, das Gift aus der Wunde zu saugen. Es breitet sich zu schnell aus, als dass du dir selbst helfen könntest. Auf diese Weise bekommst du nicht einmal ein Stückchen davon herausgezogen, sondern wirst durch die Anstrengung nur deine Herzfrequenz erhöhen. Lege das Messer weg und versuche niemals, den Biss zu schneiden, um das Gift herauszulassen. Wie ich schon sagte, es ist bereits in deinem Blut und du kannst die Sache noch verschlimmern, indem du dich schneidest. Wenn du keine Infektion in der Wunde hast, könntest du es durch das Messer. Auch das Auftragen von Kälte wird nicht helfen. Kälte schränkt den normalen Blutfluss ein, sodass das Gift dort bleibt, wo es ist und an einer einzigen Stelle mehr Schaden anrichtet. Gift kann das Gewebe auch anfälliger für Erfrierungen machen. So könntest du am Ende eine Gliedmasse verlieren. Dasselbe gilt für enge Verbände und Druckverband. Wenn das Blut frei fließt, lässt es das Gift sich natürlich ausbreiten, verdünnt es aber auch, wodurch die Substanz weniger wirksam wird. Der Biss ist vielleicht nicht so gefährlich, wie du denkst, aber wenn du einen engen Verband anlegst, könntest du seine Wirkung verdreifachen. Hey, schau, du hast es geschafft. Du bist an einem guten Ort. Moment mal. Oh, vergiss es. Stell dir das mal vor. Wenn es jemandem gelingt, die gesamte DNA im menschlichen Körper zu entwirren, würde sie sich auf etwa 10 Milliarden Meilen ausdehnen.
Mach dir mal die Rechnung. Das ist doppelt so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Pluto. Und das ist nicht das einzige Erstaunliche, zu dem unser Körper fähig ist. Billionen von Nervenverbindungen versorgen ihr Gedächtnis nonstop. Laut Studien können die meisten Menschen nach dem Betrachten von 2.500 Bildern für nur 3 Sekunden mit 92% Genauigkeit erinnern, ob sie diese Bilder gesehen haben. Wow! Dein Körper leuchtet. Er sendet winzige Mengen an kaum sichtbarem Licht aus. Dieses Leuchten ist das Produkt von biochemischen Reaktionen, die in deinem Organismus ablaufen. Das Licht nimmt im Laufe des Tages zu und ab. Aber obwohl es sichtbar ist, kannst du es mit bloßem Auge nicht erkennen. Von 1 bis 6 Pfund ihres Körpergewichts besteht aus Bakterien. Und von 100 Millionen bis zu 1 Milliarde Bakterien können auf nur einem Zahn in ihrem Mund leben. Es ist unmöglich, dein Essen ohne Speichel zu schmecken. Denn die Chemikalien in deinem Essen müssen sich erst in deinem Speichel auflösen, bevor sie von deinen Geschmacksknospen erkannt werden können. Auch wenn es wie ein Mythos klingt, zu viele Karotten zu essen kann tatsächlich ihre Haut orange färben. Karotten enthalten hohe Mengen an Beta-Carotin. Das ist ein Stoff, der Carotinämie verursachen kann. Wenn sie zu viel von diesem Stoff im Blutkreislauf haben, würde es sich in Bereichen des Körpers mit dickerer Haut ansammeln. Ich spreche hier von den Fußsohlen, Knien, Ellenbogen, Handflächen und sogar bestimmten Bereichen um ihre Nase. Aber keine Sorge, dieser Zustand ist nicht gefährlich. Sie können ihn leicht umkehren, indem Sie die Menge der von Ihnen verzehrten Lebensmittel, die Beta-Carotin enthalten, reduzieren. Die Kinnmuskulatur, wissenschaftlich als mentales Muskeln bekannt, sieht ziemlich kurios aus und löst bei uns gemischte Gefühle aus. Schau dir nur diese gruseligen kleinen Tentakel an. Und doch ermöglichen sie uns, alle möglichen Gesichtsausdrücke zu erzeugen, die die Lippen, das Kinn und die Wangen betreffen. Und ja, sie sind die Übeltäter hinter diesen merkwürdigen Falten und Rissen auf der Haut deines Kinns. Alles, weil diese Muskeln nicht an sich selbst ziehen, sondern an der Haut. Menschen können ohne einige Organe leben und ein normales Leben führen. Der menschliche Körper besteht aus einzelnen Organen und solchen, die paarweise vorkommen. Und was letztere betrifft, benötigen sie nur eines von diesen, um zu überleben. Dein Dünndarm ist eigentlich gar nicht so klein. Er ist größer als du und misst etwa 7 Meter. Die Hornhaut, diese transparente Frontabdeckung auf ihren Augen, hat keine Blutversorgung. Stattdessen erhält sie Sauerstoff direkt aus der Luft. Menschen entwickeln ihre einzigartigen Fingerabdrücke sehr früh im Leben, wenn sie noch Embryonen sind, gerade mal 3 Monate nach der Befruchtung. Übrigens, selbst wenn Fingerabdrücke stark beschädigt werden, neigen sie dazu, in ihrem ursprünglichen Muster nachzuwachsen. Alle Menschen werden mit einem Tauchreflex geboren. Er kann aktiviert werden und Körperfunktionen abschalten, wenn man ertrinkt oder im Wasser untergetaucht ist. Das menschliche Gehirn ist keineswegs glatt. Aber wenn sie sich entschieden, all diese Falten, die es bedecken, zu glätten, hätte das Gehirn die Größe eines Kissenbezugs. Aber nicht so nützlich. Neugeborene Babys blinzeln nur 1 oder 2 Mal pro Minute. Zum Vergleich, ein Erwachsener blinzelt innerhalb der gleichen Zeit mindestens 10 Mal. Unsere Lungen sind die einzigen Organe, die auf Wasser schwimmen können. Das liegt daran, dass sie aus rund 300 Millionen ballonähnlichen Strukturen bestehen, die als Alveolen bekannt sind. Außerdem sind unsere Lungen, selbst wenn wir vollkommen gesund sind, nie vollständig keimfrei oder steril. Deine Nase ist ein Superheld. Sie ist dein ganz persönlicher Heizkörper, Filter und Luftbefeuchter. Dieses Organ ist mit winzigen, knochenähnlichen Regalen namens Turbinaten ausgekleidet. Sie enthalten Blutgefäße, die in der Lage sind, die Luft zu erhitzen, und Becherzellen, die dazu beitragen können, die Luft zu befeuchten. Außerdem wird die Luft, die du einatmest, in deiner Nase gefiltert, bevor sie weiter zu deinen Lungen gelangt. Jedes Mal, wenn sie etwas essen, bewegt sich ihre Speiseröhre, das Organ, durch das ihre Nahrung zum Magen gelangt, in einer Reihe von wellenartigen Kontraktionen, die die Nahrung vorwärts schieben. Dies ist bekannt als Peristaltik. Es besteht eine Verbindung zwischen ihrem Verdauungssystem und ihrem Gehirn, die Darmhirnachse. Deshalb können Stress oder Gehirnprobleme die Art und Weise beeinflussen, wie ihr Körper Nahrung verdaut. Auch wenn Schluckauf in der Regel harmlos ist und sich nach ein paar Minuten von selbst löst, ist er nicht gerade angenehm.
Deshalb sollten Sie wahrscheinlich wissen, dass er aufgrund von Temperaturänderungen auftreten könnte. Die Dichte Ihres Gehirns nimmt im Laufe Ihres gesamten Lebens zu. Das liegt daran, dass ständig neue neuronale Verbindungen entstehen. Sie erscheinen, weil sich die Struktur des Gehirns ändert. Wenn Sie nicht niesen wollen, drücken Sie mit den Fingern auf die Haut auf der Brücke Ihrer Nase. Wenn Sie das tun, erhält Ihr Gehirn ein Alarmsignal. Sehr schnell legt es die Bremse auf alle anderen Prozesse, einschließlich des Niesreflexes. Übrigens, Studien haben herausgefunden, dass Niesen eine Art Reset für Ihre Nase ist. Ein Niesen startet die Zellen, die die Innenseiten Ihrer Nase auskleiden, neu. Sie werden Zilien genannt. Der Teil Ihres Gehirns, der für das Sehen verantwortlich ist, befindet sich im Hinterkopf. Interessanterweise steuert die rechte Gehirnhälfte das Sehen auf der linken Seite und umgekehrt. Wenn Sie sich an einem lauten Ort befinden, zum Beispiel in einem Club oder auf einem Konzert, schließen Sie Ihre Ohren, um Ihre Freunde besser zu hören. Drücken Sie den Tragus, das ist der spitze, mit Haut überzogene Knorpel vor dem Gehörgang, in Ihr Ohr. Drehen Sie dann dieses Ohr in Richtung Ihres Freundes. Im Durchschnitt erreicht, wenn eine Person schnarcht, der Ton nicht mehr als 60 Dezibel. Das ist so laut wie ein normales Gespräch. Manchmal kann jedoch der Geräuschpegel 80 Dezibel erreichen. Das ist so laut wie ein arbeitender Lebensmittelmixer. Genau wie Salamander ihre Schwänze nachwachsen lassen, könnten Menschen in der Lage sein, Knorpel zu regenerieren. Das ist der gummiartige Stoff, der deine Gelenke umgibt. Wissenschaftler haben kürzlich entdeckt, dass Knorpel sich selbst reparieren könnte. Dieser Prozess dürfte am effektivsten am Fußgelenk sein, weniger effektiv im Knie und am wenigsten effektiv in der Hüfte. Wenn eine Person an Anosmie leidet, auch Geruchsblindheit genannt, kann sie Gerüche nicht unterscheiden und wahrnehmen. Ihre Augen hören nie auf, sich zu bewegen, während sie visuelle Informationen aufnehmen. Andernfalls könnten Sie das ganze Bild nicht sehen. Diese Bewegungen bleiben unbemerkt, weil Ihr Gehirn ein großartiger Videoredakteur ist. Es stabilisiert die Bilder und verbindet Unmengen von Fragmenten zu einem fließenden Video. Die Leber ist das einzige menschliche Organ, das sich vollständig regenerieren kann. Selbst wenn es nur 25% des ursprünglichen Lebergewichts sind, kann das Organ wieder seine volle Größe erreichen. Dein Mund brennt, wenn du Ananas isst, weil während du diese Frucht isst, sie dich zurück isst. Sozusagen. Ananas ist das einzige bekannte Lebensmittel, das Bromelain enthält. Das ist ein Enzym, das Proteine abbaut. Glücklicherweise weiß deine Magensäure, wie sie mit dem störenden Enzym umgehen kann. Wir haben Bakterien, die in der Lage sind, Strom in unserem Darm zu erzeugen. Diese Bakterien geben Elektronen ab und erzeugen dadurch winzige elektrische Ströme. Dies könnte eine Möglichkeit für die Bakterien sein, Energie zu erzeugen. Déjà-vu könnte tatsächlich so etwas wie eine Verzögerung in der Gehirnverarbeitung sein. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass es passieren könnte, wenn Ihr Gehirn Informationen von einem Teil zum anderen verschiebt. Wenn es auch nur die geringste Verzögerung in diesem Prozess gibt, wird Ihr Gehirn die gleiche Information zweimal erhalten. In diesem Fall wird es sie als ein Ereignis verarbeiten, das bereits passiert ist. Die Mutation des DEC2-Gens ermöglicht es Menschen, nur wenige Stunden pro Nacht zu schlafen und sich trotzdem großartig zu fühlen. Sie werden nicht müde und schlafen nie aus. Im Durchschnitt wachen diese Menschen um 4 oder 5 Uhr morgens auf. Nicht mehr als 5% der Weltbevölkerung haben dieses Merkmal. Ihre Ohren könnten knacken oder sogar schmerzen, wenn sie in einem Flugzeug sind. Sie können dieses Problem einfach lösen, indem sie Kaugummi kauen. Dies öffnet die eustachische Röhre, einen kleinen Durchgang, der Ihren Hals und Ihr Mittelohr verbindet. Die Öffnung dieses Durchgangs hilft, den Druck in Ihren Ohren auszugleichen und das Knacken zu beenden. Sie können auch gähnen, um die eustachische Röhre zu öffnen. Ihre Füße werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit größer, genau wie Ihre Nase. Und Ihre Ohren. Wenn Menschen älter werden, schwächen sich die Bänder und Sehnen in ihren Füßen. Dies macht die Fußgewölbe flacher. Und die Füße werden breiter und länger. Schau dir das mal an. Es gibt Menschen, die ihren kleinen Finger beugen können, ohne den Ringfinger zu beugen. Aber die meisten finden das schwer oder sogar unmöglich zu tun. Wenn sie ihren Mittel- oder kleinen Finger bewegen, neigen sie dazu, ihren Ringfinger auch leicht zu beugen. Ja, ich auch.
Globusluxation ist eine extrem seltene Krankheit, bei der Menschen in der Lage sind, ihre Augen aus den Augenhöhlen hervortreten zu lassen. Leider hat diese Fähigkeit Nachteile. Sie kann zahlreiche Augenprobleme verursachen. Einige indigene Volksgruppen wie die Tibeter können in Höhen überleben, die so hoch sind wie der Mount Everest. Diese seltene Fähigkeit ist höchstwahrscheinlich nach jahrelanger Evolution aufgetreten. Die Vorfahren der modernen Tibeter lebten tausende von Jahren in hohen Gebieten und entwickelten Anpassungen der roten Blutkörperchen, was es ihnen ermöglichte, mit gefährlich niedrigen Sauerstoffgehalten zu überleben. Die Bajau sind Seenomaden, die in Südostasien leben. Diese Menschen haben eine extra große Milz entwickelt, die als Ablage für sauerstoffreiche Blutzellen dient. Dank dessen können sie problemlos 5 bis 10 Minuten unter Wasser fischen, ohne auch nur einmal Luft holen zu müssen. Etwa 14% der Bevölkerung haben keinen Palmaris longus Muskel. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen rudimentären Teil des Körpers. Und die Notwendigkeit dafür verschwand im Laufe der Evolution. Sollten Sie also diesen Muskel nicht besitzen, machen Sie sich keine Sorgen. Seine Abwesenheit hat keinerlei Einfluss auf die Arbeit Ihres Unterarms. Etwa 5 bis 37% der Menschen haben von Geburt an keine Weisheitszähne. Diese Zähne werden eigentlich nicht mehr benötigt. Sie waren für unsere Vorfahren wichtig, da sie beim Kauen von harten Lebensmitteln wie Nüssen, Wurzeln und Fleisch halfen. Und Salzwasser-Toffee. Nein, das habe ich mir ausgedacht. Aber da die meisten Lebensmittel, die wir heute essen, verarbeitet sind, sind Weisheitszähne jetzt ein bloßes Atavismus. Die meisten Menschen haben nur einen im Uhrzeigersinn verlaufenden Haarwirbel. Aber 5 von 100 Personen haben eine Doppelkrone. Und wenn beide Wirbel gegen den Uhrzeigersinn gerichtet sind, macht das eine Person noch einzigartiger. Einige Wissenschaftler glauben, dass es einen genetischen Zusammenhang zwischen der Richtung des Haarwirbels und der Händigkeit gibt. Etwas mehr als 8% der Rechtshänder haben Haarwirbel, die gegen den Uhrzeigersinn verlaufen. Bei den Linkshändern steigt diese Zahl jedoch auf bis zu 45%. Das Gehirn eines Mannes altert schneller als das einer Frau. Mit zunehmendem Alter klagen Männer immer häufiger über Gedächtnisprobleme und Konzentrationsschwäche. Frauen hingegen haben nicht solche akuten Probleme mit dem Gedächtnis. Aber sie fühlen sich häufiger deprimiert. Für welches würdest du dich entscheiden? Wenn jemand lügt, verrät ihn seine eigene Nase. Psychologen der Universität von Granada haben entdeckt, dass, wenn eine Person lügt, die Temperatur um ihre Nase und in den inneren Augenwinkeln ansteigt. Dieses Phänomen erhielt den Namen »Warte ab«, der Pinocchio-Effekt. Japanische Menschen haben spezielle Bakterien in ihrem Darm. Diese Bakterien helfen ihnen, Sushi zu verdauen. Die Japaner haben seit Jahrhunderten rohen Seetang gegessen. Mikroorganismen, die auf der Oberfläche dieses Seetangs leben, gelangten in ihren Körper und entwickelten sich aktiv. Heutzutage helfen die Bakterien den Japanern, rohe Nahrung zu verdauen und verschiedene mit der Ernährung verbundene Probleme zu verhindern. Menschen haben genauso viele Haare auf ihren Körpern wie Schimpansen. Die Haaranzahl einer Person und eines Schimpansen ist ungefähr gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass menschliches Körperhaar meist nutzlos ist und so fein, dass es fast unmöglich zu sehen ist. Menschen haben nicht mehr Gene als andere Arten. Tatsächlich haben Menschen weniger Gene als ein Wurm. Auch Tomaten haben viel mehr Gene als sie. Aber wir sind so komplizierte Kreaturen. Nun, vor kurzem haben Wissenschaftler den Schluss gezogen, dass die Anzahl der Gene, die ein Genom enthält, nicht eng mit der Komplexität eines Lebewesens verbunden ist. Lass uns eine Pause machen. Apropos, deine linke Lunge besteht aus 2 Lappen, während deine rechte Lunge in 3 Teile unterteilt ist. Darüber hinaus ist die Lunge auf der linken Seite etwas kleiner, da sie Platz für dein Herz machen muss. Deine Lungen enthalten auch rund 2400 Kilometer Atemwege. Das ist mehr als die halbe Strecke zwischen New York und Los Angeles. In deinen Lungen gibt es auch mehr als 300 Millionen Alveolen. Das sind kleine, ballonförmige Luftbeutel. Menschen haben 5 offensichtlichste Sinne. Sehen, riechen, berühren, hören und schmecken. Aber das ist noch nicht alles. Wie wäre es mit Thermozeption, dem Empfinden von Hitze? Oder hey, hüpf hoch, die Wahrnehmung von Schmerzen? Oder ihr Körperbewusstsein, Propriozeption? Um herauszufinden, was das ist, schließen Sie die Augen und berühren Sie Ihre Nase. Haben Sie es verstanden? Das ist Propriozeption in Aktion. Diese Liste kann viel länger sein. Einige Experten behaupten, Menschen hätten von 21 bis 53 Sinne. Deine Finger werden ganz runzlig, wenn du zu viel Zeit im Wasser verbringst. Schrumpelige Finger werden durch die Verengung deiner Blutgefäße verursacht.
Wenn du lange im Wasser bleibst, lässt dein Nervensystem deine Blutgefäße schrumpfen. Dein Körper leitet das Blut von dieser Stelle ab. Und dieser Blutverlust macht deine Gefäße dünner. Die Haut beginnt, sich über ihnen zu falten, was zu diesen lustigen Runzeln führt. Wissenschaftler glauben, dass dieser Prozess uns hilft, einen besseren Griff zu haben, wenn unsere Hände und Füße nass sind. Im Auge einer durchschnittlichen Person befinden sich drei Arten von Zapfenzellen. Diese Zapfen helfen dabei, die Farben im blauen, roten und grünen Spektrum zu erkennen. Dank ihnen können die meisten Menschen rund 1 Million verschiedene Nuancen unterscheiden. Aber diejenigen mit Tetrachromasie haben 4 Zapfen in ihren Augen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, bis zu 100 Millionen verschiedene Farbtöne zu sehen. Diese Sehstörung ist extrem selten und tritt bei Frauen viel häufiger auf als bei Männern. Interessanterweise ist sich die Mehrheit der Menschen mit Tetrachromasie gar nicht bewusst, dass sie die Welt heller sehen als andere. Nicht alle Menschen haben runde Pupillen. 2 von 10.000 Menschen haben ungewöhnlich geformte Pupillen. Am häufigsten ähneln sie Schlüssellöchern. Diese Augenerkrankung heißt Kolobom. Interessanterweise haben einige Menschen mit dieser Krankheit keine Probleme mit ihrem Sehvermögen. Nur 3 bis 22% der Menschen weltweit haben einen Morton C. Dies ist eine Fußstruktur, bei der der zweite Zeh länger ist als der erste. Sowohl Michelangelos David als auch die Freiheitsstatue besitzen dieses außergewöhnliche Körpermerkmal. Hey, Zehen hoch! Bei manchen Menschen sammelt sich Speichel in einer Drüse unter ihrer Zunge. Diese kann dann in einem Strahl herausgeschleudert werden, wenn eine Person auf diese Drüse drückt. Wenn der Mund in diesem Moment geöffnet ist, kann dieser Strahl mehrere Meter weit reichen. Dieser Vorgang, der als Gleeking bezeichnet wird, kann spontan auftreten. Eine Person drückt versehentlich ihre Zunge gegen die Drüse beim Essen, Gähnen, Sprechen oder Zähneputzen. Et voilà. Bis zu 35% der Menschen können gleeken, aber nur 1% kann es auf Kommando. Ich hatte einen Freund im College, der das konnte. Ja, das war seltsam. Etwa 18 bis 35% der Menschen haben eine interessante Reaktion auf Sonnenlicht. Sie niesen. Dieses Phänomen hat einen eigenen Namen, der photische Niesreflex. In der griechischen Sprache wird es Sonnenniesen genannt. Genau wie Salamander ihre Schwänze nachwachsen lassen, könnten Menschen in der Lage sein, Knorpel zu regenerieren. Das ist das gummiartige Zeug um ihre Gelenke. Vor kurzem haben Wissenschaftler entdeckt, dass Knorpel sich vielleicht selbst reparieren kann. Am effektivsten am Knöchel, nicht so gut im Knie und am wenigsten effektiv in der Hüfte. Das menschliche Gehirn besteht zu 73% aus Wasser, genau wie dein Herz. Deshalb fühlen sie sich erschöpft, wenn ihr Gehirn sogar nur 2% Flüssigkeit verliert. Dies verschlechtert auch ihr Gedächtnis, verkürzt ihre Aufmerksamkeitsspanne und dämpft ihre Stimmung. Also, trinken Sie genug. Dein Gehirn verarbeitet ständig Unmengen visueller Informationen, etwa 600 Millionen Bits pro Minute. Alles beginnt, wenn das Licht durch die Hornhaut gelangt, die klare, schützende äußere Schicht deines Auges. Dann wird das Licht in elektrische Signale umgewandelt. Diese reisen zu deinem Gehirn und es interpretiert sie in die Bilder, die du siehst. Dieser komplizierte Prozess dauert nur Millisekunden. Menschen, die 110 Jahre und älter werden, auch als Super-100-Jährige bekannt, könnten ein Geheimnis haben. Forscher haben entdeckt, dass ihre Immunzellen, die als T-Helferzellen bezeichnet werden, sich an die späten Stadien des Alterns anpassen könnten. Diese Zellen sind wahrscheinlich dazu in der Lage, sie vor Viren und anderen Gesundheitsproblemen zu schützen. Dank der Technologie sind wir zu beeindruckenden Multitaskern geworden. Oder besser gesagt, es scheint nur so. Das menschliche Gehirn kann sich nicht auf 2 Dinge gleichzeitig konzentrieren. Was es kann, ist, wirklich schnell zwischen mehreren Aufgaben zu wechseln. Aber das macht ihre Aufmerksamkeitsspanne kürzer und schädigt ihr Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit zu lernen. Legen Sie also dieses Handy weg. Ha! Weißt du eigentlich, dass du seltene Körpermerkmale haben könntest, die man nicht mal auf einem Röntgenbild sieht? Pass auf, die meisten von uns haben 12 Rippenknochenpaare. Das heißt also, dass wir mit 24 Rippen geboren wurden. Aber es gibt Menschen, die 25 Rippen haben. Doch die Besonderheit tritt nur bei einem von 200 Menschen auf. Man nennt sie zervikale Rippe. In der Regel taucht sie oberhalb der ersten Rippe auf, also direkt an der Halsbasis und über dem Schlüsselbein. Aber kein Grund zur Panik. Wie gesagt, meistens ist sie so unauffällig, dass sie gar nicht auffällt. Man könnte sie aber auch leicht entfernen, falls nötig.
Du weißt, dass Huskies oft unterschiedliche Augenfarben haben. Und diese Besonderheit kommt auch bei Menschen vor. Der medizinische Begriff dafür ist Heterochromie. Der Name leitet sich vom altgriechischen Wort Heteros ab, was so viel wie verschieden bedeutet, und Chroma für Farbe. Menschen mit dieser angeborenen Anomalie haben entweder eine vollständige, eine zentrale oder partielle Heterochromie. Bei der vollständigen Ausprägung hat die Person verschiedenfarbige Augen, zum Beispiel ein braunes und ein grünes. Zwei Farben im selben Auge nennt man zentrale Heterochromie. Bei der partiellen hat nur ein Teil eines Auges eine andere Farbe. Wie gesagt, entweder wirst du damit geboren oder du bekommst es nach einer Verletzung. Heterochromie kommt aber extrem selten vor. In den Vereinigten Staaten haben zum Beispiel weniger als 200.000 Menschen diese Anomalie. Du musst schon zugeben, diese Augen sehen ziemlich cool aus. Bleiben wir noch bei der Augenfarbe. Rate mal, welche Farbe die seltenste ist. Ich erspare dir mal die Google-Suche. Es ist grau. Blaue Augen waren wahrscheinlich dein erster Gedanke. Ja, die sind selten. Nur etwa 10% der Weltbevölkerung haben blaue Augen. Dann gibt es noch die grauen Augen. Die sind allerdings speziell und weniger als 1% der Menschen haben sie. Die graue Augenfarbe entsteht, weil der Melaningehalt in den Schichten der Iris geringer ist. Falls du jemanden mit grauen Augen kennenlernen möchtest, dann fahre weiter in den Osten oder Norden Europas. Noch seltener sind aber rote oder violette Augen. Die treten aber meist nur bei bestimmten gesundheitlichen Folgen auf. Es gibt Menschen mit einer Superkraft. Sie können mehr als 100 Millionen verschiedene Farben sehen und das ohne irgendein fancy Gadget. Wir sehen Farben dank der Zapfen in unseren Augen. Die meisten von uns haben drei Zapfen, dank derer die Farben, die wir sehen, für unser Gehirn übersetzt werden. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die Tetrachromaten genannt werden, weil sie vier Zapfen haben. Interessant ist, dass dies bisher nur bei Frauen festgestellt werden konnte. Der kleine Zapfen, der da hinten in deinem Hals hängt, der dir beim Schlucken hilft, wird Uvula genannt. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie kleine Traube. Aber etwa 2% der Menschen kommen mit einem gespaltenen Zäpfchen zur Welt. Dieses unverzichtbare Organ ist dann entweder geteilt oder sogar gegabelt. Mit diesem coolen Merkmal kommst du auf einer Party bestimmt gut an. Spaß beiseite. Menschen mit einem geteilten Zäpfchen haben manchmal Probleme beim Essen, Trinken und Sprechen. Eventuell treten sogar Probleme bei der Verdauung auf. Auch ihre Sprache kann sich merkwürdig anhören, aber das hängt davon ab, wie stark das Zäpfchen gespalten ist. Die folgende Besonderheit ist vielleicht nicht die coolste für den Urlaub, aber Menschen, die sie haben, können mehr erreichen, weil sie mit weniger Schlaf auskommen. Es heißt, dass berühmte Menschen wie Nikola Tesla, Margaret Thatcher und Winston Churchill diese super seltene Eigenschaft hatten. Das DEC2-Gen reguliert unseren zirkadianen Rhythmus. Damit ist unsere biologische Uhr gemeint, die uns mitteilt, wann wir schlafen oder essen sollten. Richtig, sie macht uns schläfrig und hungrig nach dem allseits bekannten Rhythmus. Aber es gibt Menschen mit einer seltenen Mutation dieses Gens, wodurch ihr normaler Schlafzyklus viel kürzer ist. Sie steigen ausgeruht aus dem Bett nach 4 bis 5 Stunden Schlaf. Diese Superkraft hätte ich auch gern. Wie wäre es mit einer Genmutation, die dir superheldenhafte Knochen verleiht? Jo, diese Knochen sind quasi unzerbrechlich. Auch die Haut ist weniger anfällig für Alterung. Wer diese Genmutation in sich trägt, ist prädestiniert für Extremsportarten und trotzdem Lauf der Zeit. Einige Menschen haben ein sehr attraktives Merkmal, was man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht registriert. Sie haben etwas, das Dystichiasis genannt wird. Sie haben also eine zweite Wimpernreihe. Du kannst dir nachträglich aber keine wachsen lassen, weil du ein bestimmtes Gen verändern müsstest. Diese genetische Mutation ist angeboren. So hübsch eine zweite Wimpernreihe auch klingt, wer diese zusätzlichen Wimpern hat, leidet oft darunter, weil die Wimpern die Augen reizen und auch die Sehkraft beeinträchtigen können. Kennst du den Begriff Glaswollhaar? Solltest du aber, denn dabei handelt es sich um ein Syndrom, das deine Bad Hair Days bestimmen könnte. In der Fachliteratur wird es als Syndrom der unkämmbaren Haare bezeichnet. Es verursacht krauses und trockenes Haar, das kaum kämmbar ist, und es sprießt aus der Kopfhaut aus allen Richtungen. Die Haare sind entweder hellblond oder silber.
Die meisten von uns haben zylindrische Haare, aber Menschen mit diesem Syndrom haben dreieckige, herzförmige oder ganz flache. Glaswollhaar kommt aber extrem selten vor. Es gibt nur 100 bestätigte Fälle. Aber man weiß, dass es im zunehmenden Alter besser kontrollierbar wird. Wusstest du, dass die Entwicklung des Menschen auch mit der Region, wo er lebt, zusammenhängt? Ich spreche von ortstypischen Eigenschaften. Zum Beispiel hat sich bei Menschen, die in höheren Lagen leben, eine ziemlich coole Eigenschaft entwickelt. Pass auf, in höher gelegenen Gebieten ist der Sauerstoffgehalt geringer, aber die Leute können dort trotzdem ganz normal leben, weil sich ihr Körper damit arrangiert hat. Menschen, die in den südamerikanischen Anden leben, haben rote Blutkörperchen, die mehr Sauerstoff transportieren können. Das macht ihren Kreislauf insgesamt viel effizienter. Auch in anderen höher gelegenen Gebieten der Welt hat sich der menschliche Körper auf diese Weise angepasst. In ihren roten Blutkörperchen wird mehr Sauerstoff gespeichert, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Die folgende Besonderheit ist wichtig, wenn es ums Aussehen geht, aber sie ist unwichtig in Bezug zur allgemeinen Gesundheit. Ich spreche von Piebaldismus. Wer diese Krankheit hat, dem fehlen in einigen Teilen des Haares die Melanozyten. Das sind Zellen, die das Haarpigment produzieren. Am häufigsten treten diese weißen Haare oberhalb der Stirn im vorderen Haaransatz auf, aber auch bei den Augenbrauen oder Wimpern. Man wird damit geboren und es kann nicht behandelt werden. Aber wen es stört, der kann sich ja die Haare färben. Wobei ich sagen muss, dass das super cool aussieht. Magst du Koriander? Ich stehe auch nicht auf dieses Kraut. Für mich schmeckt das wie Seife. Dabei handelt es sich aber nicht nur um eine Vorliebe, sondern ein Gen ist daran schuld, dass das Kraut diesen ekligen Geschmack hat. Eine Studie mit rund 30.000 Menschen hat ergeben, warum Koriander für einige Menschen seifig schmeckt und für andere nicht. Es liegt an einer bestimmten Genvariante, auch wenn dieses Gen eher mit dem Geruch als mit dem Geschmack zu tun hat. Falls es dir wie mir geht, du dem Koriander aber eine Chance geben willst, dann habe ich einen kleinen Trick, den du mal ausprobieren kannst. Oder sag deinen Leuten Bescheid, die das Essen kochen. Hacke das Kraut, bevor du es ins Essen gibst. Warum? Na, weil durch das Hacken die Substanz, die für den seifigen Geschmack verantwortlich ist, aufgespalten wird und dann etwas weniger unangenehm schmeckt. Na, guten Appetit. Füße. Es ermöglicht uns das Aufprallen. Es gibt ein weiteres. Es heißt Quergewölbe und verläuft von Seite zu Seite auf der Oberseite Ihres Fußes. Stellen Sie es sich wie eine Brücke vor, die hilft, Ihren Fuß in Form zu halten. Forschungen sagen, dass dieses Gewölbe auch eine große Rolle spielt. Es ist für etwa 40% der Steifheit Ihres Fußes verantwortlich. Einfach ausgedrückt ist es wie das Gerüst, das Ihren Fuß zusammenhält. Als Wissenschaftler den Querbogen durchschnitten, verlor der Fuß viel von seiner Festigkeit. Aber als sie den unteren Bogen durchschnitten, war es nicht so dramatisch. Also, ist es eine Sache des modernen Menschen? Nein. Diese Bögen tauchten nicht einfach gestern auf. Der Querbogen existiert bereits seit 3 Millionen Jahren. Der untere Bogen trat etwa vor 1,8 Millionen Jahren auf. Wir könnten genauso gut mit einem weiteren Element unserer Füße fortfahren, bevor wir zu anderen Teilen übergehen. Unsere kleinen Zehen sind auch wichtiger, als sie scheinen. Ob sie ohne eine geboren wurden oder sie verloren haben. Sie können immer noch laufen, aber die kleinen Zehen sind wichtig, um uns auf den Füßen zu halten. Sie sorgen für Balance. In ihrem Fuß haben sie 26 Knochen, die zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie nicht umkippen. Der kleine Zeh ist Teil dieser Balancearbeit. Unsere Affenvorfahren benötigten ihre Zehen zum Greifen, Kratzen und Schwingen von Bäumen. Heute haben wir unsere Baumkletterfähigkeiten gegen bequeme Sofas und Binge-Watching eingetauscht. Okay, lassen Sie uns ein wenig weitergehen und über den Blinddarm sprechen. Sie könnten denken, dass er nutzlos ist, aber das ist nicht der Fall. Wenn ein Mensch im Bauch seiner Mutter ist, beginnt dieses Organ seine Arbeit. Rund um die 11. Entwicklungswoche beginnt es, spezielle Zellen zu produzieren, die nützliche Hormone und Verbindungen erzeugen. Der Blinddarm hilft bei der Ausbildung unserer Immuntruppen und stellt sicher, dass sie erstklassige Verteidiger sind. Er sammelt auch alle Arten von fremden Substanzen, auch Antigene genannt, aus unserem Verdauungstrakt. Allerdings ist dieses Teil im Laufe der Evolution unserer Ernährung wie ein sich entleerender Ballon geschrumpft. Im Gegensatz zu den meisten anderen rudimentären Strukturen ist der Blinddarm nicht immer harmlos. Er kann sich in einen wütenden kleinen Feuerball verwandeln. Übrigens sind rudimentäre Organe diejenigen, die ihre ursprüngliche Hauptfunktion verloren haben. Diese Strukturen haben meist keinen offensichtlichen Zweck mehr.
Ein weiteres bekanntes rudimentäres Beispiel sind Weisheitszähne. Diese sind nutzlos und haben uns schon seit Ewigkeiten Probleme bereitet. Dennoch haben fast 95% von uns sie. Und 90% müssen sich möglicherweise sogar irgendwann mit dem Drama eines zurückgehaltenen Weisheitszahns auseinandersetzen. Wenn sie sie nicht haben, könnten sie sich glücklich schätzen. Hier ist eine zusätzliche interessante Tatsache über Weisheitszähne. Obwohl ihre Zähne ein Mineral haben, das weicher ist als das in Haifischzähnen, zeigen neue Tests, dass sie genauso widerstandsfähig sind. Die Beschichtung auf Haifischzähnen ist tatsächlich in der Härte ähnlich dem Zahnschmelz eines menschlichen Weisheitszahnes. Das liegt daran, dass ihre Oberflächen aus Mineralienkristallen bestehen, die durch Proteine zusammengehalten werden. Diese verhindern, dass sie bei einem Aufprall leicht zerbrechen. Also, der Unterschied in der Art, wie wir und Haie unsere Zähne verwenden, ist auf ihr Design zurückzuführen, nicht auf ihre Zähigkeit. Anthropologen haben alte Skelette untersucht. Sie denken, dass unsere Vorfahren diese zusätzlichen Zähne brauchten, um hartes Zeug zu kauen, wie Wurzeln und rohes Fleisch. Damals kamen diese Extrazähne gelegen, aber dann entdeckten wir das Kochen und plötzlich wurde unser Essen weicher und unsere Kiefer wurden kleiner. Genetiker haben ihre eigene Sichtweise zu diesem Thema. Es beinhaltet ein Gen namens MYH16, das anscheinend eine Rolle sowohl bei der Gehirngröße als auch bei den Kiefermerkmalen spielt. Dennoch ist der genaue Teil, den es in unserer evolutionären Geschichte spielte, immer noch ein bisschen ein Rätsel. Nun, eine andere sinnlose Sache ist das Augenlid. Nun, nicht das reguläre Augenlid. Sie wissen schon, dieses kleine rosa Ding, das in der Ecke ihres Auges versteckt ist. Vögel und einige andere pelzige Freunde verwenden es, um Staub und Schmutz abzuwehren. Der versucht, ihre Augen zu stören. Aber bei uns Menschen, es ist hauptsächlich vestigial. Treffen Sie den Palmaris longus. Etwa 85% von uns tragen ihn immer noch mit sich herum. Vielleicht haben Sie ihn auch. Sie können das testen, indem Sie Ihre Hand auf eine flache Oberfläche legen und Ihren kleinen Finger und Daumen zusammenbringen. Wenn Sie eine kleine Sehnenband sehen, das in der Mitte Ihres Handgelenks Limbo tanzt, dann haben Sie es gefunden. Es war dort, um Sachen zu greifen und wie Tarzan herumzuschwingen. Wir können mit dem Greiftrick weitermachen. Schon bevor du geboren wirst, etwa 16 Wochen nach deinem Aufenthalt im Bauch deiner Mutter, übst du bereits deinen Griff. Du beginnst damit, die Nabelschnur zu greifen. Wenn du schließlich in der Welt ankommst, hilft dir dieser Reflex, Dinge festzuhalten. Lustige Tatsache? Kleine Affen können dank eines ähnlichen Tricks für eine lange Zeit mit einer Hand hängen. Dennoch verlieren wir Menschen diesen Supergreifer, wenn wir etwa 3 Monate alt sind. Wenn du dich noch im Mutterleib befindest, hast du auch einen kleinen Schwanz. Aber während du wächst, verschwindet er. Und diese kleinen Wirbel werden zu deinem Steißbein oder Kockzyx. Menschen und unsere Affencousins haben keine Schwänze wie andere Tiere. Auch unsere Ohren haben rudimentäre Muskeln. Sie helfen Tieren, besser zu hören und ihre Gefühle auszudrücken. Aber bei Menschen tun diese Ohrmuskeln nicht viel. Wir haben andere Wege gefunden, um zu hören und unsere Emotionen zu zeigen. Dennoch können einige von uns immer noch mit Übung unsere Ohren wackeln lassen. Überraschenderweise zählen auch Zehennägel als ein rudimentäres Ding. Ich meine, sie funktionieren als erste Verteidigungslinie. Sie schützen den Körper vor schädlichen Mikroorganismen. Auf unserer evolutionären Reise haben wir unsere Fingernägel und Zehennägel zur Verteidigung, zum Graben und Klettern verwendet. In der modernen Welt kommen unsere Fingernägel immer noch zu unserer Rettung, sei es zum Schälen von Früchten oder dem süßen Gefühl, einen Juckreiz zu kratzen. Doch die Zehennägel haben sich zur Ruhe gesetzt. Aber hey, wir können Nagellack auf sie auftragen. Aus Modesicht funktionieren sie sicherlich für viele Menschen. Es sind nicht nur Menschen, die nutzlose Gliedmaßen oder Organe haben. Im Jahr 1798 untersuchte ein Anatom einen seltsamen Vogel, der unfähig war zu fliegen. Er dokumentierte seine Beobachtungen. Diese Vogelart war nichts anderes als ein Strauß. Strauße und Kasuare sind nur einige Beispiele für Vögel mit rudimentären Flügeln. Anatomisch gesehen handelt es sich dabei um rudimentäre Flügel, die diesen schweren Tieren nicht das Fliegen ermöglichen. Dennoch sind sie nicht völlig funktionslos. Sie dienen dem Zweck, das Gleichgewicht während des schnellen Laufens zu halten. Darüber hinaus stellen sie aufwendige Balzdisplays dar und helfen den Vögeln dabei, potenzielle Partner anzuziehen. Nun, wenn es um Tiere geht, leuchten viele von ihnen auch. Rund 76% der Meeresbewohner, einschließlich Quallen, Würmer, Haie und Seesterne, sind biolumineszent. Sie verfügen über eine Verbindung namens Luciferin
die mit Sauerstoff reagiert, um Licht zu erzeugen. Und für sie hat es solche Zwecke wie das Betäuben von Raubtieren, das Anlocken von Beute oder das Warnen vor Gefahren. Wir Menschen können auch leuchten. Leider ist dieses Leuchten super schwach. Unsere Augen können es nicht sehen. Unsere Körper senden Licht aus, aber es ist etwa 1000-mal schwächer als das, was unsere Augen erkennen können. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Leuchten im Laufe des Tages variiert. Es ist am Morgen am schwächsten und am späten Nachmittag am hellsten. Unsere Gesichter leuchten mehr als der Rest unseres Körpers. Sie denken, es liegt daran, dass unsere Gesichter mehr Sonneneinstrahlung bekommen und Melanin haben, das Komponenten enthält, die die Lichtproduktion ankurbeln können. Einige Körpertricks unterscheiden uns vom Rest des Tierreichs. Wussten Sie zum Beispiel, dass Menschen die einzigen Tiere sind, die erröten können? Es scheint, als hätten wir die exklusiven Rechte an diesem rosigen Phänomen. Wenn wir uns in einer peinlichen Situation befinden, erweitern sich unsere Blutgefäße. Das ist es, was uns erröten lässt. Verlegenheit ist eine ziemlich komplexe Emotion. Es geht darum zu verstehen, was andere von uns denken. Dies könnte für andere Tiere zu fortschrittlich sein. Interessanterweise können auch kahle Uakari-Affen erröten, jedoch nicht im gleichen Sinne. Für sie ist dies ein Zeichen ihrer guten Gesundheit. Wenn wir von guter Gesundheit sprechen, sollten wir unseren Darm ehren. Ihr Darm umfasst den Magen, die Leber und mehr. Es wird oft als das zweite Gehirn bezeichnet. Dieses zweite Gehirn hat sein eigenes Nervensystem. Es hat 100 Millionen Boten. Diese senden Informationen an den Rest ihres Körpers. Selbst wenn die Darm-Gehirn-Verbindung getrennt ist, bleibt es funktionsfähig. Es stellt sicher, dass ihr Verdauungssystem eigenständig funktioniert. Da ist ein junger Mann in einem Anzug. Er hat ein Geheimnis. Er steht im Bad vor dem Spiegel und wirft sich eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht, um sich aufzumuntern. Niemand steht neben ihm. Aber er ist nicht allein. Der Mann sieht nervös aus. Er trommelt sich auf die Wangen, sieht in den Spiegel und sagt: Keine Sorge, wir kriegen das hin. Wir haben so lange dafür gekämpft. Den Rest schaffen wir auch noch. Er sagte nicht wir, weil er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und nein, er spricht mit niemandem durch ein kleines Mikrofon. Er sagte wir, weil er ein Geheimnis kennt. Technisch gesehen ist er nicht nur Mensch, sondern eine Ansammlung von Milliarden Lebewesen. Du und alle Menschen der Erde, ihr seid nicht wirklich, was ihr denkt. Nur 43% deines Körpers bestehen aus menschlichen Zellen. Die übrigen 57% sind Mikroben und Bakterien. Und dieser Mann wird uns jetzt dieses Geheimnis verraten. Steige auf die Waage. Was zeigt sie an? Ziehe etwas mehr als die Hälfte ab. Das ist dein eigentliches Gewicht. Alles andere sind mikroskopische Organismen. Das ist schwer zu glauben, denn in diesem Fall müsste sich dein Körper doch permanent verändern und in Einzelteile zerfallen. Deine Haut würde pulsieren und ständig in Bewegung sein. Zum Glück ist das nicht so. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens sind Mikroben winzig. Ihre Bewegungen sind nicht zu erkennen. Zweitens befinden sich die meisten Mikroben an einem dunklen Ort, wo wir sie nicht sehen. Einem Ort ohne Sauerstoffzufuhr. In unseren Eingeweiden. Dort wimmelt es nur so von Milliarden winzigen Lebewesen. Manche sind schon da, bevor wir geboren werden. Doch die meisten Siedler kommen mit der Nahrung und Trinkwasser an. Auf der Körperoberfläche stammen alle Organismen aus der Umgebung. Jeder Winkel deiner Haut ist von Mikroben bevölkert. So sehr du dich auch bemühst, du wirst sie nie los. Es gibt mehr Mikroben als menschliche Zellen. Unser Genom besteht aus etwa 20.000 Genen. Die Anzahl der Mikrobengene im menschlichen Körper liegt zwischen 2 und 20.000 Millionen. Das bedeutet, dass wir eigentlich eher Mikroben statt Menschen sind. Zum Glück ist es nicht so dramatisch. Das Genom der Mikroben ergänzt unseres nämlich. Dieses Konzept eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Medizin. Zum menschlichen Mikrobiom gehören Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen. Sie sind in mehrere Spezies unterteilt und jede Sorte erfüllt eine eigene Funktion. Manche sind für die Extraktion von Vitaminen aus der Nahrung verantwortlich. Andere helfen beim Abbau schädlicher Substanzen. Ein weiterer Typ hilft deinem Magen bei der Verdauung. Eine andere Gruppe reguliert dein Immunsystem, schützt dich vor Krankheiten, Parasiten und Viren. Manche kontrollieren dein Gewicht. Einfach ausgedrückt, Mikroben verbessern dein Leben
unterstützen deine Körperfunktionen und beeinflussen deine Gesundheit. Es gibt auch Mikroorganismen, die Krankheiten auslösen. Sie schwächen das Immunsystem oder greifen wichtige Organe an. Stell dir vor, du weißt ganz genau, welche Bakterien für Unwohlsein verantwortlich sind und findest einen Weg, sie loszuwerden. Du schluckst einfach eine Pille gegen diese Mikroben und schon beseitigt das Gift die Schädlinge aus deinem Körper. Eine Krankheit kann auch aufgrund eines Mangels an unterstützenden Bakterien auftreten. Die Ärzte könnten auf diesem Wege viele Menschen heilen. Angenommen, du hast eine Gruppe Mikroorganismen ausgemacht, die die Muskeln stärken. Dann findest du heraus, mit Hilfe welcher Spurenelemente diese Bakterien schneller und effektiver arbeiten. Du fügst deiner Nahrung diese Vitamine hinzu oder nimmst eine Pille mit Milliarden dieser Mikroben. Und schon wachsen deine Muskeln doppelt so schnell. Die Anwesenheit von Mikroben und die Abwesenheit anderer zeigt sich im Zustand deines Körpers. Eine Probe deiner Bakterien kann Aufschluss über deinen Gesundheitszustand geben. Jeder wäre in der Lage, seinen Körper nicht nur durch Gentechnik, sondern mikrobielle Medizin zu verbessern. Humane Mikroben zu untersuchen ist auch viel günstiger, effizienter und schneller als teure, komplexe Genmodifikationen. Dieser Bereich entwickelt sich gerade erst, aber es gibt schon viele Entdeckungen. Früher dachten die Menschen, Mikroben wären unsere Feinde. Wir entwickelten Wege, Bakterien und Viren zu zerstören. Doch neben schädlichen Keimen zerstören diese Medikamente auch die guten. Heute wissen wir, dass Mikroben sowohl Leben beenden als auch retten können. Daher wird auf dem Gebiet fleißig geforscht. Sehen wir uns den großen Panda an. Dieses Tier mit einer erquicklichen Fettschicht unter der Haut ist ein Allesfresser. Doch er frisst selten Fleisch. Er ernährt sich vorrangig von Beeren und Bambusschösslingen. Doch im Winter muss er auf Bambusblätter ausweichen. Sie enthalten wenig Energie und kaum Proteine. Trotzdem verliert der Panda kein Gewicht. Kürzlich fanden Wissenschaftler heraus, wie Pandas das bewerkstelligen. Grund ist ein einzigartiges Mikrobiom. Jeden Winter entwickeln sich viele einzigartige Bakterien in seinen Eingeweiden. Diese Mikroben extrahieren und synthetisieren viel effektiver nützliche Substanzen aus Bambusblättern und bewahren so das Gewicht des Pandas. Wissenschaftler verabreichten Mäusen diese Mikroben, woraufhin die Nager viel schneller zunahmen. Hamburger, Torten und andere schwere Lebensmittel enthalten viele Kalorien und fördern Mikrobenkolonien, die eine Gewichtszunahme unterstützen. Millionen Mikrobenarten haben Millionen Funktionen. Theoretisch könnte jede dieser Funktionen zum Vorteil des Menschen eingesetzt werden. Stell dir vor, du müsstest abnehmen und fügst einfach nur die richtigen Mikroben zu deinem Essen hinzu. Hast du Schlafprobleme oder leidest unter Müdigkeit? Trinke Mikroben, die die Produktion der Schlafhormone beeinflussen. Willst du deine Knochengewebe stärken? Kein Problem. Bakterien befinden sich nicht nur in unserem Körper. Sie sind überall. Ein Teil des Planeten besteht aus Mikroben. Diese winzigen Organismen vermehren sich unaufhörlich. Allein auf deiner Tastatur tummeln sich Billionen. Ein Bakterium wächst und teilt sich dann in zwei Bakterien. Nach wenigen Minuten wachsen diese beiden und teilen sich wieder. Schon sind es vier Mikroorganismen. Die Bakterienkolonie wächst rasant. Bei einer so schnellen Reproduktion erzeugt ein einziges Bakterium eine Tonne Nachwuchs in nur 24 Stunden. Nach 5 Tagen füllen die Bakterien alle Ozeane und Meere. Sie wiegen mehr als der ganze Planet. Unter idealen Bedingungen könnten Bakterien einfach die Welt übernehmen. Aber dazu kommt es nicht. Es gibt diese perfekten Bedingungen für unkontrolliertes Bakterienwachstum nämlich nicht. Sie vermehren sich genauso schnell, wie sie zerstört werden. Trockenheit, Wasser, Licht, hohe Temperaturen, Gase, Luftfeuchte, all diese Bedingungen kontrollieren die Population. Gleichzeitig bestimmen Mikroben die meisten chemischen Reaktionen auf der Erde. Ein alter Apfel am Boden vergammelt wegen Keimen und Bakterien. Schimmel auf Brot entsteht aufgrund von Mikroorganismen. Aber sie existieren nicht einfach nur und beeinflussen die Eigenschaften von Materialien und Lebewesen. In der Welt der Mikroorganismen herrscht ein endloser Überlebenskampf. Riesige Bakterien verschlingen kleinere. Mikroben mit Stacheln vernichten längliche. Es gibt auch Viren, die Bakterien angreifen und mit ihren Zellen infizieren. Ein kleiner Haufen Viren kann eine ganze Bakterienkolonie zugrunde richten. Viren vermehren sich und besetzen immer mehr Territorium, bis sie auf starke Immunzellen treffen. Es gibt auch Teile, die an Roboter erinnern. Sie sehen wie Diamanten mit mechanischen Beinen aus. Trotz ihres ungewöhnlichen Aussehens sind sie zu 100% natürlich. Wir nennen sie Bakteriophagen. Sie haben nur ein Ziel, alle Bakterien zerstören. Bakteriophagen sind ein zusätzlicher Schutz unseres Planeten vor der unkontrollierten Vermehrung von Bakterien.
Bei der Vermehrung hinterlassen manche Mikroorganismen für den Menschen schädliche Abfallstoffe. Bakteriophagen bekämpfen solche Mikroben und retten unser Leben. Das Coolste ist, dass diese Verteidiger nicht vorhaben, den Planeten zu übernehmen. Sie greifen ausschließlich Bakterien an. Jede Sekunde kämpfen auf jeder Oberfläche Milliarden Mikroben gegen Milliarden Bakteriophagen. Klingt wie ein Videospiel. Der Kristallkopf springt auf ein Bakterium und infiziert seinen genetischen Code. Die einzelnen Elemente des Codes verbinden sich im Bakterium und bilden eine neue Bakteriophage. Dann zerstört sie die Bakterie von innen und sucht sich ihr nächstes Opfer. Sieh dir deine Fingerspitze an. Da tobt das wahre Leben. Der Stärkste überlebt, der Schwächste fliegt. Wasche deine Hände und schon mit dem Wasser reisen neue Bakterien an. Trockne dich mit einem Handtuch ab und du schmierst neue Keime auf die Haut. Und der Kampf geht weiter. Das ist nur deine Fingerspitze. In deinem Körper kämpfen einige Bakterien für deine Gesundheit gegen Mikroben, die dir schaden wollen. Manche Mikroben in deinem Darm können für gute oder schlechte Laune verantwortlich sein. Es gibt auch parasitäre Bakterien, die dein Gehirn befallen können und Denkweise und Emotionen beeinflussen. Manche kontrollieren das Verhalten von Tieren und Insekten. Wissenschaftler machen in der Welt der Mikroorganismen andauernd neue Entdeckungen. In Wahrheit regieren nämlich die Bakterien die Welt. Sie waren lange vor uns und den ersten Tieren hier und werden uns sehr wahrscheinlich auch überleben. Denk mal drüber nach. Niemand weiß so wirklich, wozu wir den Wurmfortsatz eigentlich brauchen, aber wichtig ist doch, dass er ganz niedlich klingt. Einige Wissenschaftler behaupten, dass der Blinddarm unseren Vorfahren bei der Verdauung von Baumrinde oder ähnlichem geholfen hat. Da wir uns jetzt aber auf eine ausgeglichenere Ernährung eingestellt haben, kommt unser Körper auch ohne den Wurmfortsatz klar. Eine weitere völlig unnütze Sache in unserem Körper, die Weisheitszähne. Waren vielleicht ganz praktisch, als es noch keine Zahnärzte gab, aber heute brauchen wir sie nicht mehr. Dein Gehirn wird um 2% wachsen, wenn du dich ins Weltall schießt. Unter normalen Bedingungen geht man davon aus, dass die Flüssigkeit im Gehirn nach unten sinkt, wenn wir aufrecht stehen. Doch es gibt Beweise, dass Mikrogravitation genau das verhindert, weshalb sich die Flüssigkeit im Gehirn und Schädel ansammeln kann. Wenn du alterst, schrumpft dein Gehirn. Im Alter von 75 ist es viel kleiner, als wenn du 30 bist, und mit 40 beginnt es sich zu verkleinern. Das passiert jedem, also musst du das wohl akzeptieren und versuchen, es auf Trab zu halten. Wenn du dir mal im Spiegel deine Augen betrachtest, wirst du einen kleinen pinken Knubbel innen am Auge erkennen. Das ist das dritte Augenlid, unwichtig für uns, aber unverzichtbar für Tiere wie Vögel, damit kein Staub oder ähnliches in die Augen gelangt. Schon mal von natürlicher Selektion gehört. Kurz gesagt sorgt sie dafür, dass bestimmte Körpermerkmale über Generationen erhalten bleiben. Einige davon sind nachteilig, weshalb sie in der nächsten Generation aussortiert werden. Andere bleiben, so auch das dritte Augenlid. Nicht nur dein Gehirn schrumpft, wenn du älter wirst, sondern auch du selbst. Deine Knochen werden spröde, deine Wirbelsäule wird zusammengepresst. Funktioniert übrigens auch andersrum. Wenn du nachts schläfst, entspannen deine Knochen. Also wachst du größer auf, als du letzte Nacht ins Bett gegangen bist. Unsere Ohren helfen uns, das Gleichgewicht zu halten. Hören gehört also nicht zu ihren einzigen Pflichten. Im Innenohr steckt unser Gleichgewichtssystem. Darin gibt es Kanäle, die Flüssigkeit und winzige Sensoren enthalten. Sie sehen aus wie Härchen und helfen dir, gerade zu stehen. Apropos Haare, nur ein paar Körperbereiche sind nicht von Haaren bedeckt, und zwar die Handflächen, die Fußsohlen und die Lippen. Ja, sogar im Bauchnabel wachsen dir Haare, um Fussel aufzufangen. Mein Bauchnabel ist Spitzenreiter. Und nicht nur Fussel, in unseren Bauchnabeln steckt eine ganze Tierenzyklopädie, die ungefähr 70 verschiedene Bakterien umfasst. Einige von ihnen findet man in der Erde Japans oder sogar auf den polaren Eiskappen. Siehst du, du bist Teil einer gewaltigen Expedition und hattest keinen blassen Schimmer. Nur ca. 43% von dir sind du. Über die Hälfte von dir besteht aus winzigen Kreaturen, die in deinem Verdauungstrakt leben oder es sich in anderen Teilen deines Körpers gemütlich gemacht haben. Auch wenn es von deinen Zellen weniger gibt als von den mikrobischen, stecken durchschnittlich etwa 100 Billionen davon in dir. Wenn wir schon dabei sind, deine Gene machen weniger als die Hälfte von dem aus, woraus du bestehst. Würdest du die Gene aller Mikroben in deinem Körper zählen, lägen wir irgendwo zwischen 2 Millionen und 20 Millionen Genen und ihren Kombinationen. Wenn du schläfst, und Schlaf empfehle ich jedem, heißt das nicht, dass dein gesamter Körper schläft.
Tatsächlich könnte dein Gehirn nachts sogar härter arbeiten als tagsüber. Es muss eine Menge Informationen verarbeiten und einen Bericht zu schreiben braucht nun mal Zeit. Eine Sache, die nichts tut, wenn du schläfst, ist auf jeden Fall deine Nase. Ein unangenehmer Geruch wird dich nicht aus dem Schlaf reißen, dein Geruchssinn ist nachts deaktiviert. Deshalb ist Gasaustritt in der Wohnung auch so gefährlich. Die Wissenschaft ging davon aus, dass wir zwischen 10.000 Gerüchen unterscheiden könnten. Nee, etwas neuere Studien besagen, dass wir mehr als 1 Billion Gerüche festmachen können. Wir erinnern uns besser an sie als an irgendetwas anderes und Düfte können ferne Erinnerungen aufleben lassen. Und das, obwohl unsere stärksten und emotionalsten Erinnerungen eigentlich fake sind. So funktioniert unser Gedächtnis. Es bestärkt uns darin, alles zu glauben, was wir als real empfinden, auch wenn das Ereignis gar nicht so detailreich war. Du hast nichts dagegen, wenn ich dich als Säugetier bezeichne, oder? Nur unter uns Säugetieren, nur Menschen können permanent auf ihren 2 Hintergliedmaßen laufen. Vielleicht sagst du jetzt, hey, das gilt doch auch für Kängurus und Gorillas, aber Kängurus nutzen noch ihren Schwanz als Stütze und Gorillas brauchen immer noch ihre Arme, um ihr Gleichgewicht zu halten. Deine Knochen tragen ihren Teil zum Stoffwechsel bei. Da sie zum Großteil aus Kalzium bestehen, pumpen sie etwas davon in den Blutkreislauf, wenn dein Körper eine Kalziumarmut erfährt. Genauso andersrum, gibt es zu viel Kalzium im Blut, wird es von den Knochen aufgesaugt und für später gespeichert. Unsere Körpergröße, seine Form und Hautfarbe orientieren sich daran, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Allerdings können wir uns sogar in der Kürze unserer Lebensspanne an neue Bedingungen anpassen. Wenn du beispielsweise vom Flachland in die Berge ziehst, wirst du mehr rote Blutkörperchen bilden, um den Sauerstoffmangel dort oben auszugleichen. Und lockt es dich in wärmere Klimagebiete, wird sich auch deine Hautpigmentierung an die sonnigen Verhältnisse anpassen. Unsere Lebenszeit ist in unseren Zellen vorprogrammiert. Zwar teilen sie sich und bilden sich ständig neu, doch in ihnen tickt eine Uhr, die irgendwann zum Stehen kommt. Einige Zellen hören eher auf als andere, sich zu regenerieren. Im Durchschnitt stoppt die Zellteilung bei einem Alter von 100 Jahren. Wenn wir einen Weg finden, unsere Zellen auszutricksen und den Timer auszustellen, könnten wir theoretisch ewig leben. Allerdings wären wir dann ein Faltenhaufen. Körperfett fungiert als Dämmmaterial, Energiereserve und Erschütterungsabsorber. Das meiste Fett schickt dein Körper in die Hüftregion, da sich dort wichtige innere Organe befinden. Sollte dir etwas zustoßen, könnte dir dein Körperfett dein Leben retten. Also kein Bodyshaming, ja? Dein Schädel ist kein einzelner Knochen. Er besteht vielmehr aus 22 verschiedenen Knochen, die größtenteils dein Hirn schützen sollen. Der Unterkiefer ist dabei der einzige Knochen, der durch Bindegewebe und Muskeln an deinem Schädel verankert ist. Deswegen kannst du ihn auch so frei in alle Richtungen bewegen. Der kleinste Knochen deines Körpers befindet sich übrigens in deinem Ohr. Er nennt sich Steigbügel und ist nicht größer als ein Reiskorn. Einige der stärksten Muskeln in deinem Körper befinden sich nicht in Arm oder Bein, sondern in deinem Kopf. Der Kaumuskel ist, schau an, fürs Kauen verantwortlich und er muss so stark sein, damit du auch ordentlich essen kannst. Und kennst du die Muskeln, mit denen du deine Ohren zum Wackeln bringen kannst? Das sind die Schläfenmuskeln direkt über den Schläfen. Sie helfen dir auch beim Kauen. Wir haben 2 echt schnelle Muskeln, mit denen du deine Augen schließen kannst. Tatsächlich sind sie die schnellsten in unserem Körper. Unsere Augen sind eine Schwachstelle und brauchen Schutz. Bei einem Reiz von außen schließen die Muskeln unsere Augen innerhalb weniger als 1/10 Sekunde. Wir erkennen nur lila-blaue, grün-gelbe und gelb-rote Farben. Alle anderen Farben sind nur eine Kombination aus den 3. Es ist unmöglich herauszufinden, wie viele Kombinationen das menschliche Auge umfasst, da jeder Mensch anders sieht, aber man geht von ungefähr 1 Million Kombinationen aus. Dein Magen hat eine unfassbare Kapazität. Er umfasst etwa 2 Liter, eine große Cola-Flasche also. Es ist ziemlich schwierig abzuwägen, wie viel feste Nahrung in deinen Bauch passt, da du ja hoffentlich alles gut mit den Zähnen zerkaust. Genug Platz für einen ganzen Truthahn wird dein Magen nicht haben, aber vielleicht passt ja ein ausgewachsenes Huhn rein. Aber wer isst schon Hühner? Meine Oma sagte ja immer, für ein Eis ist immer Platz. Aber jetzt zeig doch mal, wo sich dein Magen inklusive Lieblingsgericht befindet. Wenn du jetzt auf deinen Bauch zeigst, Fehlanzeige, er befindet sich hier oben, versteckt zwischen deinen Rippen. In deinem Bauch findest du deine Eingeweide.
Der menschliche Körper ist diese perfekt ausbalancierte Maschine, oder? Nun, nicht wenn ich ihn benutze. Normalerweise arbeiten alle seine Teile nahtlos zusammen, um uns am Leben zu erhalten und, naja, am Leben. Jedes unserer Organe ist für unsere täglichen Aktivitäten unerlässlich. Vom Atmen, Gehen, Sprechen bis hin zum Entwickeln von brillanten Ideen, die die Menschheit voranbringen. Aber sind sie wirklich unerlässlich? Brauchen wir wirklich all diese Körperteile oder sind einige von ihnen nur alte Relikte, mit denen wir in diesem merkwürdigen Spiel der Evolution stecken geblieben sind? Nehmen Sie zum Beispiel Weisheitszähne. Nein, jemand hat meine bereits genommen. Ja, das sind diese Paare von Zähnen, die im hinteren Teil ihres Mundes stecken und für die sie oft zum Zahnarzt gehen müssen. Sie werden auch als dritte Molaren bezeichnet. Und während sie zum Kauen von Nahrung genutzt werden können, denken viele Menschen, dass sie einfach unnötig sind. Und das ist interessant. Weltweit haben etwa 22% der Menschen nicht einmal alle vier. Wenn sie herauswachsen, neigen sie am ehesten dazu, betroffen zu sein, was bedeutet, dass sie im Kieferknochen stecken bleiben und nicht ordnungsgemäß durch das Zahnfleisch kommen können. Das liegt alles daran, dass unsere Kiefer oft zu klein sind, um diese zusätzlichen Kerle aufzunehmen. Einige kluge Wissenschaftler denken, dass das daran liegt, dass wir im Laufe der Zeit dazu entwickelt haben, kleinere Kiefer zu haben. Neueste Beweise zeigen auch, dass das, was wir als Kinder essen, daran schuld sein könnte. Aber es ist schwer sicher zu wissen. Anscheinend kann das Kauen von schwer zu kauenden Lebensmitteln wie rohem Gemüse und Nüssen tatsächlich das Kieferwachstum anregen, während das Essen von weichen, verarbeiteten Lebensmitteln es irgendwie hemmen kann. Und das lässt wenig Platz für unsere hinteren Zähne, um hereinzukommen und ihre Arbeit zu erledigen. Werden sie in der Zukunft ganz verschwinden? Ich schätze, wir menschlichen Säugetiere müssen einfach abwarten und sehen. Jetzt sprechen wir über das Vomeronasalorgan, Vomesronasal. Oder wie ich es gerne nenne, das geheime Instrument der Nase. Sie sehen, Nagetiere und andere Säugetiere haben diese großartige Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, indem sie chemische Signale namens Pheromon verwenden. Und raten Sie mal. Sie haben ein spezielles Organ namens Vomeronasalorgan oder VNO, das Ihnen hilft, diese Pheromon zu erkennen. Hier wird es interessant. Obwohl die meisten erwachsenen Menschen etwas haben, das einer VNO in ihrer Nase ähnelt, stellt sich heraus, dass es im Grunde genommen ein nutzloses Überbleibsel ist. Neurowissenschaftler sagen sogar, dass wenn man sich die Anatomie dieses Organs ansieht, man keine Zellen sehen wird, die denen ähnlicher Organ, anderer Säugetiere ähneln. Auch scheint dieses Organ bei, Menschen nicht mit dem Gehirn zu kommunizieren. Es ist nicht alles schlechte Nachrichten. Auch wenn die menschliche VNO ziemlich nutzlos ist, sieht es so aus, als könnte sie immer noch auf einige Pheromone reagieren. Werden Menschen dieses Organ auf ihrer evolutionären To-Do-Liste behalten? Für jetzt würde ich es auf den Vielleicht-Stapel legen. Nun, hier ist eine Geschichte. Tiere, die Schwänze haben, benötigen diese Strukturen für viele Dinge. Einige benötigen es für das Gleichgewicht, andere zur Navigation, während einige es benötigen, um potenzielle Partner anzuziehen. Aber wussten Sie, dass wir, wenn wir nur wenige Wochen alt in unserem Mutterleib sind, tatsächlich auch Schwänze haben? Das stimmt. Wir haben einen ganzen kleinen Schwanz mit Wirbelsäule. Während wir uns entwickeln, verschwindet dieser Schwanz auf magische Weise und wir bleiben mit unserem verlässlichen Steißbein zurück. Menschen und Affen sind einzigartig, da wir im Gegensatz zu anderen Primaten keine Schwänze haben. Es ist ein Rätsel, warum Affen ihre Schwänze verloren haben, aber wir können uns alle einig sein, dass es uns in einer Menschenmenge auffallen lässt. Allerdings wird einmal alle Jubeljahre ein Mensch mit einem kleinen rudimentären Schwanz geboren. Niedlich, oder? Nun, freuen Sie sich nicht zu sehr, denn diese Schwänze haben keine Wirbel und können manchmal mit einer schwierigen Erkrankung der Wirbelsäule verbunden sein. So oder so sind diese Schwänze normalerweise harmlos und können leicht mit einer schnellen Operation entfernt werden. Und seien wir ehrlich, es ist nicht so, als würden wir es vermissen. Wer braucht schon einen Schwanz, wenn man Arme und Beine zum Bewegen hat? Stellen Sie sich vor, Sie müssten versuchen, Hosen zu finden, die passen, mit einem Schwanz, der hinten raussteht. Kein guter Look.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in der Zukunft Schwänze benötigen werden, ist gering bis nicht vorhanden. Daher vermute ich, dass die Steißbeine in zukünftigen Generationen Tschüss sagen werden. Auch Menschen haben eine lustige kleine Falte der Membran in der inneren Ecke der Augen, die Plica semilunaris, Plahiku semilonervoris genannt wird. Es ist im Grunde genommen das, was von einem dritten Augenlid übrig ist, das noch bei einigen Tieren wie Gorillas und anderen Primaten zu finden ist. Aber hier ist die lustige Sache. Sogar unsere engen Verwandten, die Schimpansen, haben diese kleine Falte, die auch nutzlos zu sein scheint. Also, wir sind nicht alleine mit dieser Augenmerkwürdigkeit. Wenn man von ungewöhnlichen Membranen spricht, erfüllen sie bei verschiedenen Tieren eine Vielzahl von Funktionen, wie beispielsweise den Schutz des Auges vor Schmutz und Feuchtigkeit oder das Verbergen der Iris vor Raubtieren. Einige Arten können sogar durch ihre transparenten Membranen sehen, wenn sie unter Wasser oder unter der Erde sind. Nun, der Grund, warum wir Menschen unser drittes Augenlid verloren haben, ist immer noch ein bisschen ein Rätsel. Vielleicht haben Veränderungen in unserem Lebensraum und unserer Augenphysiologie es unnötig gemacht. Oder vielleicht haben wir uns einfach zu cool für ein drittes Augenlid entwickelt. Wer weiß. Mit oder ohne rudimentäre Organe ist es interessant, sich vorzustellen, wie Menschen in der Zukunft aussehen könnten. Viele Organe sind aufgrund unserer Lebensstiländerungen überflüssig geworden. Möchten Sie einen Blick darauf werfen, wie wir in der Zukunft aussehen könnten? Und in der gleichen Hinsicht oder Arterie. Haben Sie schon mal vom Konzept der Textklaue gehört? Das ist, wenn Sie so viel Zeit mit dem Tippen auf Ihrem Handy oder Laptop verbringen, dass Ihre Hand anfängt zu krampfen wie eine Klaue. Und das ist nur eine der körperlichen Veränderungen, die uns passieren könnten, wenn wir in dieser techniklastigen Welt nicht auf unseren Körper aufpassen. Aber nicht nur unsere Hände sind betroffen. Wir könnten mit 90 Grad Ellenbogen enden, weil wir unsere Geräte ständig in diesem Winkel halten und sogar ein kleineres Gehirn bekommen, aufgrund all der Ablenkungen und Informationsüberlastung. Jetzt weiß ich, was Sie denken. Wir können nicht einfach die Technologie aufgeben und zurück in die Steinzeit gehen. Und Sie haben recht. Das müssen wir nicht. Aber wir müssen uns der möglichen negativen Auswirkungen bewusst sein und Schritte unternehmen, um ihren Schaden zu reduzieren. Deshalb hat ein Team von Designern ihre kreativen Kräfte gebündelt, um Mindy zu präsentieren. Einen zukünftigen Menschen, dessen Körper sich aufgrund der ständigen und unendlichen Nutzung von Smartphones, Laptops und anderen Arten von manischen Geräten physisch verändert hat. Obwohl Mindys übertriebene Veränderungen vielleicht nicht in unserer Zukunft liegen, sind die Bedenken dahinter real. Was können wir also tun? Nun, ein Vorschlag ist, regelmäßige Pausen von unseren Bildschirmen zu nehmen und ein wenig die Beine zu vertreten. Vielleicht sogar ein bisschen Büro-Yoga oder Tanzpartys fördern, um das Blut in Wallung zu bringen. Wir müssen nicht vollständig auf Technologie verzichten, aber wir müssen uns der Auswirkungen auf unseren Körper und Geist bewusst sein. In vielen Jahren in der Zukunft könnten wir sogar kleiner werden. Ein Wissenschaftler glaubt, dass wir, wenn wir kleiner wären, unsere Körper weniger Energie benötigen würden, was auf unserem zunehmend überfüllten Planeten sehr praktisch wäre. Es ist lustig, darüber nachzudenken, wie anders unser Leben jetzt im Vergleich zu unserer Zeit als Jäger und Sammler ist. Damals hatten wir nur mit einer Handvoll Menschen jeden Tag zu tun. Aber jetzt ist es sehr wichtig, sich die Namen der Leute zu merken. Und es könnte sogar etwas sein, worin wir besser werden. Und stell dir das vor. Technologie könnte tatsächlich eine Rolle in unserer Evolution spielen. Wissenschaftler glauben, dass wir eines Tages Implantate in unserem Gehirn haben könnten, die uns helfen, die Namen der Menschen zu erinnern. Es ist, als hätte man ein biologisches Telefonbuch direkt in deinem Körper. Wäre das nicht cool? Wer weiß, vielleicht haben wir in der Zukunft sogar sichtbare Technologie als Teil unseres Aussehens. Stelle dir vor, ein künstliches Auge zu haben, das verschiedene Farben und Visuals sehen kann. Und lassen Sie mich erst gar nicht damit anfangen, wie wir aussehen könnten, wenn wir den Mars kolonisieren. Bei der geringeren Schwerkraft könnten sich unsere Körper auf alle möglichen Arten verändern. Wir könnten längere Arme und Beine oder sogar isolierendes Körperhaar wie unsere Neandertaler Vorfahren haben.
Es ist schwierig zu bestimmen, wie wir in der Zukunft aussehen könnten, ohne sehr genaue Daten zur Unterstützung der Modelle. Aber es ist fair zu sagen, dass diese Veränderungen mindestens interessant sein werden. Für mich ist es, gelinde gesagt, zu spät. Ich habe hier bereits über 1400 Wörter gesagt. Lass uns nach Antarktis gehen. Los, du hast Zeit. Denk dran, dich warm anzuziehen. Ah, hier sind wir, inmitten von endlosen schneeweißen Ebenen und Eis. Die Temperatur sinkt an einigen Orten auf ein gesichtsgefrierendes minus 93 Grad Celsius. Es ist so kalt, dass wenn du heißes Wasser aus einer Tasse schüttest, es höchstwahrscheinlich in Form eines Eiszapfens landen wird. Aber diese Kälte ist heiß im Vergleich zur Definition von absolutem Nullpunkt. Wissenschaftler messen es auf der Kelvin-Skala, wo Null der niedrigste Punkt ist. Und deshalb gibt es nichts Kälteres als diese Temperatur. Alle Objekte bestehen aus Atomen und Molekülen. Wenn die Temperatur eines Objekts steigt, bewegen sich seine Moleküle schnell und chaotisch und erzeugen kinetische Energie. Wenn die Temperatur eines Objekts sinkt, verlangsamen sich seine Moleküle in der Bewegung und ihre Energie nimmt ab. Deshalb ist der absolute Nullpunkt der Punkt, an dem die Teilchen völlig stehen bleiben. Es gibt keine Bewegung, was bedeutet, dass es unmöglich ist, es kälter zu machen. 0 Kelvin entsprechen 405 von CF. Das ist etwa dreimal kälter als in der Antarktis. Also, stelle dir vor, Wissenschaftler hätten einen Vakuumraum geschaffen und ihn mit Gas bei absoluter Null gefüllt. Was passiert, wenn ein Mensch dort hineingeht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ausgeht. Also, lass uns hier Bob hineinschicken. Aber keine Sorge, er ist ein Crash-Test-Dummy. Zunächst ein wenig Hintergrund. Wenn ein heißer Gegenstand in Kontakt mit einem kalten kommt, tauschen seine Moleküle Energie aus. Schnell bewegende Partikel übertragen ihre Energie auf langsam bewegende und beginnen sich selbst zu verlangsamen. Daher findet ein äquivalenter Austausch statt und die Temperatur gleicht sich aus. Standardmäßig bewegen sich die Moleküle jedoch recht langsam, bis sie mit Energie aufgeladen sind. Und gleichzeitig, wenn sie ein erhitztes Objekt haben, benötigen sie mehr Energie, um es abzukühlen. Ja, es ist etwas verwirrend. Also lassen Sie uns zu dem Punkt zurückkehren, an dem der Spaß beginnt. Ja, wenn Sie auf den absoluten Nullpunkt gehen, würden Sie innerhalb von Sekunden einfrieren, weil alle Ihre Moleküle anfangen würden, sich zu verlangsamen. Aber was wird mit dem Körper passieren? Nun folgen wir den internen Abenteuern von Crash Dummy Bob. Zuerst verengen sich seine Blutgefäße an den kältesten Stellen. Der Körper verteilt Blut von gefrorenen Bereichen zu lebenswichtigen Organen wie der Leber, den Nieren, dem Herzen und dem Gehirn. Es ist wie ein Notfallmodus. Der Körper der Puppe speichert Energie und Blut für die wichtigsten Bereiche und nimmt es von weniger wichtigen Bereichen weg. Dann beginnt das Schrecklichste. Der Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Wenn ihre Moleküle mit einer kalten Temperatur in Berührung kommen, verlangsamen sie sich und frieren ein. Erinnern Sie sich, was mit Wasser im gefrorenen Zustand passiert? Nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierschrank und lassen Sie sie bei Raumtemperatur auftauen. Sie werden sehen, dass das Volumen der Flüssigkeit nach einigen Stunden abnimmt. Und wenn das Wasser gefriert, nimmt es an Volumen zu. Und der menschliche Körper besteht zu mehr als der Hälfte aus Wasser. Daher werden im Inneren der Puppe die Zellen mit scharfen Eiskristallen bedeckt, die die interne Struktur der Zellen zerreißen. Die Muskeln und Blutgefäße der Puppe reißen. Ihre Haut bekommt einen dunkelblauen Farbton und ihr Blut friert in den Venen ein. Ein paar Sekunden mehr und die Puppe friert vollständig ein. Die Temperatur des absoluten Nullpunkts stoppt alle internen Prozesse. Hey, Crash Dummy Bob sagte, er wollte sich abkühlen, aber das ist lächerlich. Unterdessen sind Moleküle nicht nur in lebenden Objekten vorhanden. Partikel sind überall und der absolute Nullpunkt beeinflusst sie auch. Die Lichtstrahlen erreichen die niedrigste energetische Position. Photonen verlangsamen und sie können sich nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Okay, jetzt ist es Zeit, das Experiment zu beenden. Etwas läuft schief. Und die Geschichte wird fantastisch und hypothetisch. Wissenschaftler können Moleküle nicht in Bewegung setzen. Und die benachbarten beweglichen Partikel geben ihnen ihre Energie nicht ab. Aus irgendeinem Grund kann das Gas die Energie nicht aufnehmen. Seine gefrorenen Moleküle verlangsamen die anderen. Das Gas dringt durch die Wände des Vakuumraums und startet eine Kettenreaktion. Die Moleküle frieren eins nach dem anderen ein.
Es ist, als würden sie ein Nickerchen machen und all die Materie um sie herum mit diesem Schlaf aufladen. Das Gasgebiet dehnt sich aus. Die Wände, Türen und Fenster des Labors sind gefroren. Wissenschaftler sind mit Eis bedeckt. Dann verlässt die Wolke das Gebäude. Es ist wie ein weißer Fleck, der immer größer und größer wird. Die Sonnenstrahlen erreichen diesen Ort, können aber nicht zu schnell hineingelangen. Die Null umhüllt Gras, Bäume, Straßen und Autos. Wissenschaftler schlagen Alarm, sobald eine ganze Stadt in den Wolken des absoluten Nullpunkts verschwindet. Das Stoppen der Molekularbewegung erfolgt so schnell, dass Eiskristalle keine Zeit haben, die Haut und den Körper in lebenden Organismen zu schädigen. Es ist nicht einmal Einfrieren, sondern das Aufheben bestehenden Lebens. Sauerstoff- und Kohlendioxidmoleküle sind gefroren. Die Luft wird dichter. Hier friert ein Kerl bei einem Sprung ein und bleibt in der Luft hängen. Hier bleibt der gefrorene Vogel weiterhin in der Luft hängen. Die Dinge innerhalb des kalten Bereichs ähneln einem 3D-Bild. Alles fror in Bewegung ein. Es ist, als hätte jemand einen Screenshot eines Lebensabschnitts gemacht und ihn ausgedruckt. Und während sich die Wolke aus absoluter Null weiter ausbreitet, sind Wissenschaftler in Eile, das Problem zu lösen. Das Gas wächst und divergiert in alle Richtungen. Wenn es die ganze Erde verschlingt, wird es alle chemischen Prozesse auf unserem Planeten stoppen. Und ohne diese Prozesse wird unser Zuhause nur noch ein weiterer Weltraumfelsen. Ein lebloses Stück Materie, festgefahren in der Zeit. Allerdings wird die eigentliche Katastrophe nicht eintreten, wenn sie die gesamte Oberfläche des Globus erfasst, sondern wenn sie das Innere unseres Planeten erreicht. Dies kann zur Freisetzung von Energie führen, die den Planeten zerstört. Vielleicht kann der Kern dem absoluten Nullpunkt widerstehen. Auf jeden Fall werden die Menschen nicht darauf warten, dass dies geschieht. Das kalte Gas trifft auf einen Vulkan. Lavastrom erzeugt ein ohrenbetäubendes Zischen und friert ein. Schwarze Dampfwolken wölben sich in die Luft. Die kalte Wolke dringt in den Vulkan ein. Die Kollision von kalten und heißen Temperaturen setzt Energie frei. Der Vulkan bricht aus und schleudert keine Feuerbälle, sondern scharfe Eiszapfen aus gefrorener Magma. In der Zwischenzeit beginnen starke Regenfälle über den gesamten Planeten zu fallen. Wenn warme Luft mit kalter Luft kollidiert, bewegt sie sich weg, weil sie eine geringere Dichte hat. Die Flüssigkeit erscheint in der Atmosphäre und bildet Wolken. Daher durchnässt, während die riesige Wolke einen Teil des Planeten einfriert, Regenwolken den anderen. Und jetzt haben Wissenschaftler endlich eine Lösung gefunden. Sie haben ein Gas mit einer veränderten molekularen Struktur erschaffen, das eine Temperatur von 0 Kelvin stoppen kann. Also, stellen Sie sich vor, Sie erhitzen Wasser. Je stärker die Wassermoleküle ihre kinetische Energie erhöhen, desto heißer wird das Wasser. Die Moleküle bewegen sich immer schneller. Aber nicht alle Teilchen bewegen sich gleich schnell. Einige von ihnen haben mittlere und langsame Energie. Darüber hinaus ist der Niederenergiezustand der Moleküle wahrscheinlicher. Das bedeutet, dass nur wenige Partikel in heißem Wasser wirklich schnell bewegen. Diese Verteilung von schwach und stark geladenen Partikeln wird als Boltzmann-Verteilung bezeichnet. Die Verteilung ist überall, sowohl in heißen als auch in kalten Objekten. Wenn wir uns irgendein Objekt auf molekularer Ebene ansehen, werden wir feststellen, dass es weitaus mehr langsam bewegende als schnell bewegende Objekte gibt. Also, Wissenschaftler haben eine Lösung gefunden. Sie erzeugen ein Gas, das in die entgegengesetzte Richtung wirkt. In diesem Gas gibt es mehr bewegliche Moleküle als langsame. Die Wissenschaftler hoffen, dass dieses Gas die schlafenden Partikel in der absoluten Nullwolke aufwecken wird. Also kollidieren zwei Gase miteinander. Die kalte Wolke kann die umgekehrte Boltzmann-Verteilungswolke nicht einfrieren. Es gibt zu viele aktive Moleküle. Also laden Milliarden aktiver Moleküle die gefrorenen mit Energie auf. Alle Moleküle beginnen sich zu bewegen und teilen die Benachbarten mit ihrer Energie. Objekte innerhalb der Gaswolke beginnen aufzuwachen. Menschen kommen langsam zu ihren Sinnen. Sobald die Moleküle in minimale Bewegung kommen, beginnen sie, Energie aus den Sonnenstrahlen aufzunehmen. Fazit hier. Keine Sorge. Die Wissenschaftler haben den absoluten Nullpunkt künstlich erzeugt und es wird niemals natürlich vorkommen. Es gibt eine solche Temperatur nirgendwo im Universum. Teilchenbewegung bleibt bestehen auch noch in den entferntesten und dunkelsten Ecken des Weltraums mit rekordniedrigen Temperaturen. Das Auftreten des absoluten Nullpunkts ist unmöglich, da es immer Moleküle geben wird, die sich bewegen und ihre Energie miteinander teilen. Übrigens wurden bei der Produktion dieses Videos keine Menschen, Tiere oder Crash-Dummy Bob verletzt. Sind die Anwälte zufrieden? Gut.
Wie viele Sinne hast du? Du sagst, es sind 5. Dann sage ich dir, das ist nicht ganz richtig. Schmecken, tasten, riechen, sehen und hören sind nicht die einzigen Sinne, die wir haben. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass wir zwischen 9 und 20 Sinne haben. Dazu gehören die Thermowahrnehmung, also der Sinn für Wärme, und natürlich auch der Gleichgewichtssinn. Und dann gibt's da noch den Sinn für Zeit. Aber den hat nicht jeder. Das weiß ich am besten. Früher dachte man ja, es gäbe nur 8 Blutgruppen. Aber es gibt über 30 bekannte Blutgruppensysteme. Und was ist die Lieblingsblutgruppe auf der Sonnenseite? B-Positive. Verstehst du? Naja. Wusstest du, dass du für jedes Pfund Fett, das du zunimmst, etwa 1,5 Kilometer neuer Blutgefäße im Körper bildest, die deinen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen? Apropos neu, dein Magen gönnt sich alle 6 Tage einen Tapetenwechsel, damit er sich nicht selbst verdaut. Dazu senden deine Nervenzellen 1000 Nervenimpulse pro Sekunde aus. Sie bewegen sich mit 1 bis 430 Kilometer pro Stunde. Und deine DNA enthält 100.000 Viren. Richtig gehört. Man hat sie entdeckt und wissenschaftlich auf ein Alter von 100 Millionen Jahre datiert. Genauso krass ist der Fakt, dass dein Körper Licht ausstrahlt. Um 16 Uhr bist du am hellsten und um 10 Uhr ist dein Leuchten sehr schwach. Aber dieses Leuchten ist nicht intensiv genug, genauer gesagt 1000 Mal geringer, als wir mit unseren Augen sehen können. Ah, der Sommer ist fast da und der Schweiß fließt wieder in Strömen. Immerhin besteht er aus Wasser, Proteinen, Zucker, Ammoniak und noch ein paar anderen Stoffen. Darunter sind auch winzige Mengen an Spurenelementen wie Kupfer, Zink, Nickel, Eisen und so. Weißt du, warum Schweiß so salzig schmeckt? Wegen des enthaltenen Natriums. Und je mehr Salz du konsumierst, desto salziger wird dein Schweiß. Dein Körper versucht, den Salzüberschuss loszuwerden und der schnellste Weg ist, ihn einfach rauszuschwitzen. Wenn du etwas schneller als 3 Kilometer pro Stunde gehst, müsstest du 20 Stunden am Stück laufen, um ein halbes Kilo abzunehmen. Und du würdest 518 Tage und 8 Stunden brauchen, um den Äquator abzulaufen. Weißt du, warum Ohrenschmalz Schmalz heißt? Weil es so viel Fett enthält. Dazu noch Hautzellen, Schweiß und Schmutz. Lecker. Das menschliche Gehirn wird bereits im ersten Lebensjahr 3-mal so groß und falls du noch keine 25 Jahre alt bist, dann wächst es auch noch. Übrigens besteht das Gehirn aus etwa 60% Fett und ist in der Lage, elektrische Energie von etwa 23 Watt zu erzeugen. Das reicht schon aus, um eine kleine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Mal ehrlich, du bist auch nicht besonders gut im Multitasking, oder? Unser Gehirn kann nur eine Handlung gleichzeitig ausführen. Es wechselt zwischen ihnen hin und her, was aber nicht bedeutet, dass du Zeit sparst, sondern es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. Und dann dauert's länger. Falls eine Prüfung ansteht oder du dich bei der Arbeit auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren musst, dann Kaugummi. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass du dich so länger auf eine Aufgabe konzentrieren kannst. Studien kommen sogar zu dem Schluss, dass Kaugummi eine bessere Prüfungshilfe ist als Koffein. Im Kaugummi ist nichts Besonderes drin, aber das Kauen aktiviert dein Gehirn. Allerdings hält die Wirkung nur etwa 20 Minuten. Wusstest du, dass sich deine Fingerabdrücke schon im 3. Monat als Embryo formen? Oder dass deine Knochen 4-mal härter sind als Beton? Der stärkste Knochen ist dein Oberschenkelknochen. Er kann etwa das 30-fache Gewicht eines erwachsenen Menschen tragen. Noch verrückter ist, dass unsere Knochen aus Verbundmaterial bestehen. Das heißt, sie sind hart und elastisch zugleich. Sommer heißt Sonnenbrand wegen der Strahlenbelastung. Wenn die natürlichen Abwehrmechanismen deines Körpers bei der Abwehr der UV-Strahlen überfordert sind, kommt es zu einer toxischen Reaktion, die zu Sonnenbrand führt. Wenn du im Gegensatz dazu eine Gänsehaut bekommst, dann liegt das am evolutionären Reflex, der noch von unseren Vorfahren stammt. Durch die Ausschüttung von Adrenalin stellten sich ihre Haare auf und unsere Vorfahren sahen furchterregender aus. Wusstest du, dass du jeden Tag 1 bis 3 Liter Speichel produzierst? Das ist gut, denn der hilft der Verdauung und wehrt Krankheitserreger ab. Du hast auch eine Menge Bakterien in deinem Mund. Die durchschnittliche Menge an Bakterien im Mund eines Menschen entspricht fast der Anzahl der Leute, die auf der Erde leben. Das ist schwer zu verdauen.
Jeder Mensch hat etwa 150.000 Haare auf dem Kopf, außer ich. Und jedes Haar wächst etwa einen halben Zentimeter pro Monat. Wenn wir das Wachstum jedes Haares zusammennehmen würden, käme eine Strecke von 16 Kilometern im Jahr raus. Dein Haar ist auch viel stärker, als du wahrscheinlich denkst. Eine einzige Strähne kann etwa 85 Gramm halten, was so schwer ist wie ein Apfel. Wenn wir die Kraft aller Haare auf deinem Kopf kombinieren würden, könnten sie das Gewicht von zwei Elefanten halten. Das würde ich gerne ausprobieren. Das schlagende Geräusch, das dein Herz macht, ist das Klatschen der Herzklappen, die sich öffnen und schließen. Dein Herz vermehrt seine Zellen nicht, es sei denn, du hast eine Verletzung. Übrigens werden die Hornhäute in deinen Augen nicht mit Blut versorgt. Sie beziehen Sauerstoff direkt über die Luft. Wenn du aufrecht sitzt oder stehst, fällt es dir leichter, positive Erinnerungen abzurufen, die dir ein gutes Gefühl geben. Manche sagen, das liegt an der aufrechten Position mit geradem Rücken, was die Durchblutung fördert, wodurch dein Gehirn mehr Sauerstoff bekommt. Der Mann mit der tiefsten Stimme der Welt kann Töne erzeugen, die Menschen, ihn eingeschlossen, gar nicht hören können. Aber Elefanten können sie hören. Venen sehen blau aus, weil das Licht durch Haut und Fettschichten hindurch muss, um sie zu erreichen. Deine Haut streut einen großen Teil des roten Anteils vom weißen Licht, bevor es das Blut reflektiert. So bleibt nur das blaue Licht übrig, das zu deinen Augen zurückprallt. Falls du an Anosmie leidest, kannst du Gerüche nicht wahrnehmen. Phantosmie ist das Gegenteil davon, das heißt, jemand riecht etwas, das gar nicht da ist. Das menschliche Gehirn hat 100 Milliarden Neuronen. Es besteht zu 73% aus Wasser und das Gleiche gilt auch fürs Herz. Deshalb fühlst du dich müde, wenn dein Gehirn 2% seiner Flüssigkeit verliert. Außerdem verschlechtert sich dein Gedächtnis, deine Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer und deine Stimmung rutscht in den Keller. Der früheste bekannte Mensch mit blauen Augen lebte in der Steinzeit, vor 7000 Jahren. Deine rechte Niere ist kleiner und sitzt tiefer als deine linke Niere, weil sie Platz für deine Leber lässt. Übrigens sorgt dein Gehirn dafür, dass du nicht zu wenig oder zu viel Wasser trinkst. Nachdem du etwas getrunken hast, senden dein Mund und dein Rachen Signale an dein Gehirn, die sagen, dass du aufhören sollst zu trinken. Andernfalls würdest du während der gesamten 10 bis 60 Minuten, die die Flüssigkeit braucht, um zu deinen Zellen zu gelangen, zu viel Wasser trinken. Deine Augen sehen etwas für 13 Millisekunden und schon verarbeitet dein Gehirn dieses Bild. Ein durchschnittlicher Blinzer dauert übrigens zwischen 100 und 400 Millisekunden. Obwohl die Zunge nicht der stärkste Muskel in deinem Körper ist, wird sie nie müde. Das liegt daran, weil sie aus 8 miteinander verwobenen Muskeln besteht. Übrigens ist die Zunge der einzige Muskel, der nicht mit einem Knochen verbunden ist. Andere Muskeln sind an beiden Enden mit 2 Knochen verbunden. Sonst könnten wir keine Bewegung machen. Es gibt etwa 700 verschiedene Bakterienarten in deinem Mund und über 6 Milliarden von ihnen leben da drin. Deine Haut ist dein größtes Organ, so groß wie 2 Badetücher. Die Haut macht etwa 16% des Körpergewichts aus und ist etwa 2 Quadratmeter groß. Wenn du 8 Stunden am Tag 60 Wörter pro Minute tippen würdest, bräuchtest du 50 Jahre, um das menschliche Genom zu schreiben. Das schaffst du aber nicht, wenn es heiß ist. Das liegt daran, dass dein Körper viel zu tun hat, um sich abzukühlen. Du bist also auch dann erschöpft und müde, wenn du dich körperlich nicht anstrengst. Dein Körper hat 78 Organe, aber nur 5 davon sind überlebenswichtig. Das Gehirn, die Leber, die Nieren, die Lunge und das Herz. Oh, das Telefon klingelt. Muss bestimmt was Dringendes sein und das um 23 Uhr. Aber alle Geräte im Haus sind aus. Es sind deine Ohren, die klingeln. Vielleicht hörst du auch ein Zischen, Pfeifen, Summen oder ein Brüllen. Aber all diese Geräusche haben keine externe Quelle, weshalb man sie auch Phantomgeräusche nennt. Sie können in einem oder beiden Ohren auftreten, ständig oder nur von Zeit zu Zeit. Am deutlichsten sind sie nachts zu hören, wenn dich nichts ablenkt. Frauen haben mehr Geschmacksknospen auf der Zunge als Männer. Daher sind 35% der Frauen und nur 15% der Männer Superschmecker. Das sind Menschen, die Geschmäcker stärker wahrnehmen als andere. Linkshänder kauen übrigens lieber auf der linken Seite und Rechtshänder,
Du hast es erraten. Kauen rechts. Selbst wenn du deine Fingerabdrücke unkenntlich machst, sie wachsen im selben einzigartigen Muster wieder nach. Und nun zum letzten Fakt für heute. Beim Atmen nutzt einer deiner Lungenflügel nur 5% des eingeatmeten Sauerstoffs. Tschüss! Sprich lauter, ich habe gerade eine Pizza verdrückt. Nach einem reichhaltigen Mahl hören wir nämlich schlechter. Zum Zwecke der Verdauung wird der Blutstrom in Richtung Magen umgeleitet, sodass alle anderen Organe etwas weniger abbekommen. Wenn du also das nächste Mal auf dem Weg zu einem Konzert deiner Lieblingsband bist, iss lieber etwas Leichtes, um alles perfekt hören zu können. Über deinem Magen und der linken Niere hast du ein magisches Organ, das nachwächst, wenn du einen Teil entfernst. Nicht, dass du das tun solltest, aber deine Leber kann sich selbst regenerieren, indem sie sogenannte Hepatozyten bildet. Sobald die Leber beschädigt ist, vervielfältigen sie sich. Ob eine vollständige Regeneration möglich ist und wie lange sie dauert, ist vom Ausmaß des Schadens abhängig. Hast du dich je gefragt, was für deinen Körper schlimmer ist? Kein Schlaf oder keine Nahrung? Offenbar ist Schlafmangel gefährlicher. Wenn du dich nicht ausruhst, ist dein Körper größeren Risiken ausgesetzt. Nach 24 Stunden ohne Schlaf lässt dein Gedächtnis nach und du kannst dich nur schwer konzentrieren. Allein nach nur 17 Stunden ohne Schlaf fühlst du dich müde und geschafft, bist leicht reizbar, angespannt und emotionaler. Ich brauche ein Nickerchen. Auch deine Schmerzrezeptoren werden sensibler und alles tut etwas mehr weh, als es sollte. Sogar dein Gehör wird beeinträchtigt. Wie bitte? Ohne Nahrung hältst du hingegen gut 24 Stunden aus, ohne dass dein Körper es wirklich merkt. In den ersten 8 Stunden verdaut er erstmal die letzte Mahlzeit. Danach greift er auf in Fetten gespeicherte Energie zurück. Nimmst du mehr als 24 Stunden lang keine Nahrung zu dir, bedient sich dein Körper an seinen eigenen Proteinen. Du verlierst also Muskelmasse. Regenwasser eignet sich nicht immer zum Trinken. Zuweilen enthält es schädliche Bakterien und Viren. In stark belasteten Regionen kann es auch andere schädliche Stoffe enthalten. Manche Gemeinschaften auf der Welt beziehen ihr Trinkwasser ausschließlich aus Regenwasser. Aber kann Regenwasser auch gesund sein? Laut aktueller Studien nicht wirklich. Manche der riskanten Substanzen lassen sich zwar durch Aufkochen eliminieren, aber es ist besser, sich an Wasserquellen zu halten, die für uns Menschen zu 100% sicher sind. Schweiß produzieren wir vorrangig, um die Körpertemperatur zu regulieren. Außerdem sorgt etwas Feuchtigkeit für griffigere Hände. Aber der Schweiß taucht nicht einfach aus dem Nichts auf. Er kommt aus rund 5 Millionen Poren an unserem gesamten Körper. Wir stehen jeden Tag wortwörtlich auf einem Viertel unserer Knochen. Wir haben knapp über 200 Knochen im Körper, doch ein Viertel von ihnen konzentriert sich in einem überraschend kleinen Teil unseres Körpers, in unseren Füßen. Jeder Fuß enthält 26 Knochen, in beiden zusammen sind es also 52. Unsere Augen produzieren aus verschiedenen Gründen Tränen. Zum Beispiel, um sich vor Infektionen zu schützen oder Schmutz auszuspülen oder eben aus emotionalen Gründen. Doch die Menge an Tränen ist ziemlich verblüffend, bis zu 113 Liter pro Jahr. Das ist fast eine Badewanne voll. Ist das nicht ergreifend? Unser Blutdruck wacht schon vor uns auf. Am Morgen erzeugt unser Körper nämlich eine Reihe an Hormonen wie Adrenalin und Noradrenalin. Sie sorgen für den Energieschub, den wir morgens dringend brauchen, aber sie heben eben auch den Blutdruck an. Daher ist er zwischen 6 und 12 Uhr mittags höher, während er nachts, wenn wir eigentlich schlafen sollten und keine körperlichen Aktivitäten auf dem Plan stehen, um bis zu 20% abfällt. Da wir gerade bei unserem Lebenssaft sind, unser Blut macht etwa 10% unseres Körpergewichts aus. Wir glauben gerne, dass unser Körper vorrangig aus Muskeln, Fettpölsterchen und Knochen besteht. Weit gefehlt. Bei einem fitten Erwachsenen machen die Knochen 15% des Gesamtgewichts aus. Etwa 40-45% entfallen auf Muskeln und 15% sind Fettdepots. Der Rest setzt sich aus Haut, Sehnen und Bändern, Haaren und anderen nützlichen Kleinigkeiten zusammen. Mal sehen. Ja, das ergibt insgesamt 100%. Deine Lungenflügel sind keine Zwillinge, sie sind Geschwister. Sie sind nämlich weder gleich groß noch gleich geformt. Deine rechte Lunge ist größer und wiegt etwas mehr. Daran ist dein Herz schuld, da es sich etwas nach links neigt. Dadurch entsteht eine Delle in der linken Lungenhälfte, die als Herzeindruck bezeichnet wird. Die rechte Lunge ist zwar größer, aber auch etwas kürzer, da sie der Leber Platz lassen muss.
Viele deiner Körperabmessungen sind ziemlich symmetrisch. Streckst du zum Beispiel deine beiden Arme links und rechts aus, entspricht deine Spannweite in etwa deiner Körpergröße. Auf Grundlage dieser Symmetrie können Spezialisten Theorien darüber aufstellen, wie die Menschen früher ausgesehen haben. Offenbar haben wir mit der Zeit immer mehr Symmetrie entwickelt, um attraktiver und gesünder auszusehen und für potenzielle Partner anziehender zu wirken. Außerdem haben wir den aufrechten Gang entwickelt. Unsere symmetrische Bauweise hilft uns dabei, uns mit so wenig Energieaufwand wie möglich zu bewegen, da auf diese Weise ein Gleichgewicht entsteht. Menschen sind nicht gerade die Spitzenreiter, wenn es um den Geruchssinn geht, so viel ist sicher. Trotzdem kann unsere Nase ca. 1 Billion verschiedene Gerüche wahrnehmen. Wissenschaftler forschen weiterhin auf diesem Gebiet und glauben, dass der Wert auch höher sein könnte. Einige Hunderassen spüren Gerüche 10.000 bis 100.000 Mal besser auf, als wir es können. Die beste Nase im Tierreich scheint aber der Elefant zu haben. Er verfügt über unglaublich viele Gene für olfaktorische Rezeptoren. Über 10.000. Menschen und Schimpansen hingegen haben nicht mal 400. Wir halten unseren kleinen Finger gerne für das schwächste Glied an der Hand. Dabei hat er mehr Kraft, als wir glauben. Ohne den kleinen Finger sinkt die Gesamtstärke unserer Hand um bis zu 33%. Die Flüssigkeit in unserem Magen, bestehend aus Salzsäure, Kaliumchlorid und Natriumchlorid, ist weitaus stärker als jedes saure Lebensmittel, das du dir nur vorstellen könntest, wie Zitronen, Ananas oder Tomaten. Der pH-Wert der Magensäure liegt zwischen 1 und 3. Das ist sogar noch saurer als Batteriesäure. Auch unsere Haare sind stark, nämlich so stark, dass man ihre Widerstandskraft erforscht, um künstlichere Materialien mit ähnlicher Leistung herzustellen. Ein gesunder Haarschopf kann theoretisch bis zu 12 Tonnen halten. Grund dafür ist ein kleines Protein namens Keratin. Du findest es auch in Nägeln und der Haut. Nur 1/3 der Weltbevölkerung hat ein perfektes Sehvermögen. Es gibt sehr viel mehr Träger von Brillen und Kontaktlinsen, als du denkst, etwa 66%. Abgesehen von angeborenen Sehfehlern geht unsere Sehkraft auch mit dem Alter zurück. Wenn wir geboren werden, macht unser Kopf etwa 1/3 unserer gesamten Körperlänge aus. Im Alter von 25 Jahren entspricht unser Kopf nur noch 1/8. Die Größe unseres Kopfes verändert sich während des Wachstums nämlich gar nicht so sehr, ganz im Gegensatz zum Rest des Körpers. Vor allem Beine und Rumpf legen zu. Unser Gehirn ist ein unglaublich leistungsstarker Rechner. Eine einzige menschliche Gehirnzelle kann mehr als 5-mal so viele Informationen speichern wie eine gesamte Enzyklopädie. Die genaue Menge an speicherbaren Daten konnte bisher nicht bestimmt werden, aber Schätzungen zufolge liegt die Speicherkapazität unseres Gehirns bei ca. 2500 Terabytes. Zum Vergleich, das britische Nationalarchiv, welches 900 Jahre Geschichte umfasst, nimmt nur 70 Terabytes ein. Das ist vielleicht auch der Grund, warum unser Gehirn im Vergleich zum Rest des Körpers den meisten Sauerstoff benötigt. Etwa 20% des gesamten Sauerstoffs, der sich in unserem Blutkreislauf befindet. Und das, obwohl das Gehirn nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht. Unsere alltäglichen Aktivitäten sowie der Einfluss der Schwerkraft komprimieren täglich die Knorpel in Knöcheln, Knien, Hüften, Rücken und Hals. Über Nacht dehnt sich die Knorpelmasse wieder aus. Im Schnitt bist du daher morgens etwa 1 Zentimeter größer als am Abend. Du hast so viele Haare wie ein Affe. Nein, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Deine Fingerabdrücke sind nicht einzigartig und du kannst besser hören, nachdem du dir die Ohren zuhältst. Stimmen diese Aussagen oder steckt dahinter nicht mehr als ein Mythos? Wenn eine Person lügt, dann sieht man das an ihrer Nase. Stimmt das? Ja, das stimmt. Studien der Universität Granada belegen, wenn eine Person lügt, wird die Nasenspitze warm und auch die inneren Augenwinkel. Dieses Phänomen wurde geistreich Pinocchio-Effekt genannt. Was sagst du zu dem hier? Menschen haben so viele Haare am Körper wie Schimpansen. Glaubst du das? Überraschenderweise stimmt das. Die Anzahl der Haare eines Menschen und eines Schimpansen oder eines anderen Affen von unserer Größe ist ungefähr gleich. Der einzige Unterschied ist, dass unser Körperhaar feiner und oft farbloser ist. Daher ist es kaum möglich, unseren Pelz in voller Pracht zu sehen.
Deine Lunge ist identisch. Das klingt vernünftig, aber stimmt das auch? Nein, das ist ein Mythos. Dein linker Lungenflügel besteht aus zwei Lappen. Dein rechter hat aber drei Lungenlappen. Außerdem ist dein linker Lungenflügel etwas kleiner, weil er Platz für dein Herz lassen musste. Übrigens, deine Lunge besteht aus gut 2400 Kilometer Atemweg. Das ist die halbe Strecke von New York nach Los Angeles. Auch interessant, es gibt mehr als 300 Millionen Lungenbläschen in deiner Lunge. Das sind diese winzigen ballonförmigen Luftsäcke. Ich wette, das hast du schon oft gehört. Karotten verbessern deine Sehkraft. Wahrheit oder Mythos? Leider stimmt das nicht ganz. Und Karotten helfen auch nicht, nachts besser zu sehen. Sie enthalten zwar viel Vitamin A, was gut für deinen Körper ist und deine Augen schützt, aber dieses Gemüse kann dich nicht davor bewahren, eine Brille zu tragen, wenn du eine brauchst. Manche Menschen müssen niesen, wenn sie in die Sonne schauen. Müssen sie das? Ja, meistens schon. Etwa ein Viertel der Menschheit reagiert auf Sonnenlicht mit Niesen. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen, photischer Niesreflex. Das Rasieren der Körperhaare lässt sie dunkler und dicker wachsen. Stimmt das? Nein, keine Bange, das ist nur ein Mythos. Weder die Dicke, Wachstumsrate oder Farbe deiner Körperhaare verändert sich nach der Rasur. Das kommt dir nur so vor. Bei der Rasur schneidest du die Spitze der Haarfollikel stumpf ab. Deshalb wirken sie gröber und dunkler als sonst. Aber sobald das Haar nachgewachsen ist, sieht es wieder so aus wie vor der Rasur. Du hast einzigartige Fingerabdrücke. Das muss doch wahr sein, oder? Das Problem an dieser Aussage ist, dass sie wissenschaftlich nicht beweisbar ist. Dass jeder Satz Fingerabdrücke einzigartig ist, davon kann man ausgehen. Aber es ist unmöglich, das zu überprüfen. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, so könnten zwei Menschen identische Fingerabdrücke haben. Wir Menschen haben mehr als 5 Sinne. Ist das nur ein reizvoller Mythos oder die Wahrheit? Wir haben die allseits bekannten 5 Sinne: Sehen, Riechen, Tasten, Hören und Schmecken. Aber was ist mit der Thermorezeption, dem Sinn für Wärme, Nozizeption, der Wahrnehmung von Schmerz oder die Wahrnehmung deines Körpergefühls, Propriozeption genannt? Schließe deine Augen und berühre deine Nase. Hast du sie getroffen? Das ist Propriozeption in Aktion. Diese Liste könnte noch viel länger sein, denn es gibt Leute, die behaupten, dass Menschen zwischen 20 und 50 Sinne haben. Deine Finger werden schrumpelig, wenn du zu lange Zeit im Wasser bist, um dich zu schützen. Stimmt das? Was sagst du dazu? In der Wissenschaft glaubt man das. Aber das Wichtigste zuerst. Schrumpelige Finger werden durch verengte Blutgefäße verursacht. Wenn du dich lange im Wasser aufhältst, lässt dein Nervensystem deine Blutgefäße schrumpfen. Dein Körper entzieht diesem Bereich das Blut. Durch diesen Blutverlust werden deine Gefäße dünner. Die Haut faltet sich über sie und bildet diese lustigen Schrumpen. Wissenschaftlich ist das gar nicht so ganz gesichert, aber man glaubt, dass das passiert, damit du mit deinen nassen Händen und Füßen einen besseren Halt hast. Wir Menschen nutzen nur 10% unseres Gehirns. Oh, ich wünschte, das wäre nur ein Mythos. Und das ist es auch. Offenbar nutzt du fast 100% deines Gehirns jeden Tag. Dein Gehirn ist die ganze Zeit über aktiv, auch wenn du schläfst. Wenn du schläfst, arbeiten dein frontaler Kortex, der für das Denken auf höherer Ebene zuständig ist, und auch Bereiche, die für das Spüren deiner Umgebung verantwortlich sind. Für manche Menschen ist die Welt viel bunter als für andere. Kann das sein? Das ist tatsächlich so. Es gibt 3 Arten von Zapfenzellen in den Augen eines durchschnittlichen Menschen. Diese Zapfen helfen, die Farben des blauen, roten und grünen Spektrums zu sehen. Dank ihnen können wir etwa 1 Million Farbtöne unterscheiden. Aber Menschen mit Tetrachromie haben 4 Zapfen in ihren Augen. Dadurch können sie bis zu 100 Millionen Farbtöne sehen. Diese Sehanomalie ist extrem selten, kommt aber bei Frauen häufiger vor als bei Männern.
Aber weißt du, was das Lustige daran ist? Die meisten Menschen mit Tetrachromie merken nicht einmal, dass sie die Welt bunter sehen als andere. Manchmal kannst du besser hören, wenn du dir die Ohren zuhältst. Das scheint kontraproduktiv zu sein, aber vielleicht stimmt das ja. Wenn du an einem lauten Ort bist, zum Beispiel im Club oder auf einem Konzert, dann halte dir die Ohren zu, um deine Freunde besser zu verstehen. Schieb den Tragus, das ist der spitze Knorpel vor deinem Gehörgang, in dein Ohr und dann dreh das Ohr in Richtung deines Freundes. Niesen kann man verhindern. Ja, das wäre sehr praktisch, aber vielleicht ist das nur ein Mythos. Es stimmt, wenn du nicht niesen willst, drückst du einfach mit deinen Fingern auf deinen Nasenrücken. Wenn du das nämlich tust, erhält dein Gehirn ein Alarmsignal und bremst sofort alle Prozesse, einschließlich des Niesreflexes. Okay, du schaust dir diese 5. Folge deiner Lieblingsserie noch an und später holst du Schlaf einfach nach. Aber geht das überhaupt? Leider nein. Du kannst versuchen, am Wochenende Schlaf nachzuholen oder unter der Woche viele Mittagsschläfchen zu machen. Aber das wird nicht helfen, weil dein Körper so nicht funktioniert. Hast du in der Nacht zuvor nicht genug geschlafen, wird ein Mittagsschlaf den Tag auch nicht retten. Noch schlimmer ist aber, wenn du zu viel geschlafen hast und du dich dann groggy fühlst. Einige Leute haben mehr Rippen als andere. Ist das ein Mythos? Nee, das stimmt. Die meisten von uns haben 12 Rippenpaare, also insgesamt 24. Aber einer von 200 Menschen hat eine zusätzliche, die 25. Rippe. Sie wird Zervikalrippe genannt und bildet sich an der Basis des Halses oberhalb des Schlüsselbeins. Sie kann auf der linken, rechten oder sogar auf beiden Seiten des Körpers wachsen. Wer diese zusätzliche Rippe hat, weiß das wahrscheinlich gar nicht. Das liegt nämlich daran, dass sie sich nur selten vollständig ausbildet. Und wenn, dann sieht sie nur wie ein dünner Gewebestrang aus. In diesem Fall siehst du sie nicht mal auf dem Röntgenbild. Nach dem Essen solltest du mindestens eine halbe Stunde warten, bevor du schwimmen gehst. Das klingt vernünftig, aber stimmt das auch? Das ist nur ein Mythos. Hinter dieser Behauptung steckt die Idee, dass das Essen einer großen Mahlzeit dein Blut in Richtung Magen leitet, um den Verdauungsprozess zu unterstützen. Das heißt, in dieser Zeit bekommen deine Muskeln nicht genug Blut ab, was zu Krämpfen führen kann. Aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht gefährlich, direkt nach dem Essen zu schwimmen. Dein Blut wird nicht so stark umgeleitet, dass wirklich ernsthafte Probleme auftreten. Manche Leute schnarchen lauter als ein Küchenmixer, der auf volle Leistung gestellt ist. Was sagst du dazu? Wenn jemand schnarcht, dann ist das im Durchschnitt nicht lauter als 60 Dezibel, was so laut wie eine normale Unterhaltung ist. Aber manchmal kann der Geräuschpegel auch 80 Dezibel erreichen. Und dann ist das Schnarchen so laut wie ein eingeschalteter Mixer. Nicht alle Menschen haben runde Pupillen. Kann das stimmen? Ja, 2 von 10.000 Menschen haben ungewöhnlich geformte Pupillen. Sie sehen wie Schlüssellöcher aus, aber es ist eine Augenkrankheit, die Kolobom heißt. Interessant ist, dass die meisten Menschen mit dieser Krankheit keine Probleme beim Sehen haben. Pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte über Schwänze. Ja, es gibt Menschen, die mit einem Schwanz geboren wurden. 25 bestätigte Fälle sind der Wissenschaft bekannt. Aber wer mit einem Schwanz geboren wurde, hat keinen wirklichen Vorteil dadurch. Jedenfalls nicht mehr, als was unser Steißbein ohnehin tut, nämlich das Gleichgewicht halten. Die Schwänze sind im Grunde nur physisch da. Sie haben ja nicht mal Knochen, denn sie bestehen nur aus Nerven, Gefäßen und Muskeln. Hältst du dich für einen wählerischen Esser? Findest du, dass Koriander wie Seife schmeckt oder ist Ananas ein No-Go auf deiner Pizza? Wirklich? Naja, es kommt darauf an, was für ein Schmecker du bist. Etwa 30% der Menschen gelten als Superschmecker. Für sie schmeckt Essen anders, ob angenehm oder enttäuschend. Essen, das für den Superschmecker bitter schmeckt, empfindet der Durchschnittsschmecker, das sind etwa 40% der Menschen, wahrscheinlich als süß. Und 30% sind keine Schmecker. Für sie schmeckt quasi alles gleich. Man muss also erstmal Geschmack entwickeln.
Welche Augenfarbe kommt bei den Menschen am häufigsten vor? Richtig, braun. Etwa 80% der Weltbevölkerung haben braune Augen. Früher hatten ja alle Menschen nur diese braune Pigmentierung. Aber vor etwa 6.000 bis 10.000 Jahren, als die Menschen nach Nordeuropa einwanderten, kam es zu einer Mutation, dank derer sich die Augen an die veränderten Lichtverhältnisse anpassen konnten. Blaue Augen sind die häufigste der mutierten Färbungen. Und man kann sagen, wer blaue Augen hat, hat mit Sicherheit Vorfahren in Europa. Sein Name war Chadwick Abernathy. Seine Freunde nannten ihn Chad und er war Steinmetz in Stonehenge. Habe ich mir ausgedacht. Heute haben etwa 10% der Menschen blaue Augen. Bernsteinfarbene und haselnussbraune Augen machen jeweils 5% aus. Graue Augen sind mit bis zu 3% vertreten. Und die seltenste Augenfarbe sind grüne Augen. Nur 2% der Bevölkerung haben sie. Noch seltener ist aber die Iris-Heterochromie, bei der die Augen eine unterschiedliche Farbe haben. Sie wird vererbt, kann aber auch durch genetische Faktoren beeinflusst werden. Nur 1% der Bevölkerung hat diese sehr seltene Eigenschaft. Hast du ein kleines Loch an der Vorderseite deines Ohrs oberhalb des Gehörgangs? Das ist eine präaurikuläre Grube. In den ersten 6 Wochen der Entwicklung eines Embryos, also lange vor der Geburt, entwickeln sich die Ohrmuscheln. Das sind die äußeren Teile deiner Ohren. Die präaurikuläre Grube bleibt zurück, wenn die Ohrmuschel nicht vollständig verwachsen ist, was bei weniger als 1% der Menschen der Fall ist. Es heißt, dass dieses kleine Loch ein Überbleibsel der Kiemen ist, die einst unsere sehr alten Vorfahren hatten. Aber es gibt keinen eindeutigen Beweis für diese Theorie. Kannst du problemlos an deinem Ellbogen lecken oder kann dein Daumen seinen Unterarm berühren? Herzlichen Glückwunsch, du gehörst zu einer Minderheit. Aber es gibt Menschen, die sind noch flexibler. Ihr Zustand wird Hypermobilität genannt. Sie können ihren Körper wie eine Schlange in seltsame Positionen drehen, den Kopf zwischen die Beine stecken, eine Rückenbrücke machen und alle möglichen Spagate vollführen. In einigen Fällen erhöht die Hypermobilität aber auch ihre Sensibilität, denn bei ihnen ist das Rückenmark größer. Du musst wissen, dass dieser Bereich für die Weiterleitung von Signalen verantwortlich ist. 90% der Menschen sind Rechtshänder und nur 10% Linkshänder. Und von denen gibt es einen sehr kleinen Prozentsatz, die beide Hände gleich gut nutzen können, also beim Schreiben, Zeichnen und bei allen anderen Aufgaben. Von Natur aus beidhändige Menschen machen aber nur 1% der Weltbevölkerung aus. Das sind etwa 70 Millionen Menschen. Willst du testen, ob du zu ihnen gehörst, dann versuche, denselben Satz mit beiden Händen zu schreiben oder zeichne erst einen Kreis mit der rechten und dann mit der linken Hand. Wenn du keinen Unterschied feststellst, herzlichen Glückwunsch! Solche Übungen sind übrigens auch gut, um deine Gehirnhälften auszugleichen, unabhängig welche Hand deine dominante ist. Falls du 3 Hände hast, dann warte auf ein anderes Video. Wusstest du, dass deine Fingernägel an deiner dominanten Hand schneller wachsen? Wenn du also mit der rechten Hand schreibst, musst du die Nägel an dieser Hand öfter schneiden. Außerdem wachsen deine Fingernägel im Sommer und tagsüber schneller. Dein Skelett wird sich übrigens innerhalb von 10 Jahren komplett erneuern, und zwar ohne Operation. Ein Erwachsener benutzt etwa 200 Muskeln für einen Schritt. Jetzt soll mir noch mal einer sagen, ich würde nicht genug trainieren. Jede Minute verliert dein Körper über 3000 Hautzellen. Das sind fast 200.000 Hautzellen pro Stunde und mehr als 4 Kilo pro Jahr. Hey, klingt wie ein Hautzellen-Diätplan. Aber keine Sorge, du hast immer noch etwa 300 Millionen Hautzellen, die sich immer wieder erneuern. Deine Haut regeneriert sich übrigens alle 28 bis 30 Tage komplett. Und deine Leber ist das einzige Organ, das sich vollständig regenerieren kann. Schon 25% des ursprünglichen Lebergewichts reichen aus, damit sie wieder zu ihrer vollen Größe wachsen kann. Gehörst du zu den Menschen, die hören können, wie sich ihre Augäpfel in den Augenhöhlen bewegen? Wow, das ist bestimmt nicht witzig. Im Gegensatz zu anderen Teilen deines Körpers hören deine Ohren und deine Nase nie auf zu wachsen. Und deine Haut wird faltig, wenn du zu lange im Wasser bleibst. Aber nicht, weil sie Wasser aufnimmt, sondern damit deine nassen Hände und Füße einen besseren Halt auf der nassen Oberfläche haben. Du weißt doch, dass deine Autoreifen besser auf der Straße haften, wenn sie neu sind, oder? Schau mal, deine Augen sind ein erstaunliches Instrument. Sie können zwischen 10 Millionen Farben unterscheiden. Und dein Gehirn ist ein ganz schöner Energiefresser.
Es verbraucht mehr als 20% der Energie deines Körpers, selbst im Ruhezustand. Wenn du schläfst, verbraucht es also noch fast so viel Energie wie im Wachzustand. Und es verbrennt etwa 330 Kalorien pro Tag. Wer hat eine Ahnung, in welchem Körperteil befinden sich etwa 25% aller Knochen eines Erwachsenen? Richtig, in den Füßen. Die meisten von ihnen sind winzig, aber wichtig, denn wenn diese Knochen nicht in Ordnung sind, wirkt sich das auf den Rest des Körpers aus. Du atmest etwa 20.000 Mal am Tag. Versuche nicht damit aufzuhören. Ich habe heute übrigens meinen persönlichen Rekord im Atmen an aufeinanderfolgenden Tagen aufgestellt und morgen werde ich ihn übertreffen. Die menschlichen Knochen sind ein echtes Paradoxon. Sie sind fast 5-mal stärker als eine Stahlstange mit der gleichen Breite, können aber bei einem Aufprall brechen, weil sie so porös sind. Leidest du vielleicht an Anosmie, also an der Geruchsblindheit? Dann kannst du Gerüche nicht unterscheiden und oft auch nicht wahrnehmen, was aber nicht heißt, dass du nicht trotzdem riechst. Sorry. Du wirst durstig, wenn der Wasserverlust 1% deines Körpergewichts beträgt. Bei mehr als 5% wirst du wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Und schon bei einem Wasserverlust von mehr als 10% des Körpergewichts kann die Dehydrierung das Ende bedeuten. Du weißt, was ich meine? Der stärkste Muskel deines Körpers, gemessen an seinem Gewicht, ist dein Kiefermuskel. Ja, meiner ist besonders stark entwickelt. Jeden Augenblick werden 50.000 Zellen in deinem Körper durch neue ersetzt. Das klingt nach einem Unternehmen, für das ich früher mal gearbeitet habe. Am Ende seines Lebens kann sich der Durchschnittsmensch an bis zu 150 Billionen Informationen erinnern. Aber er weiß nie, wo er seinen Autoschlüssel hingesteckt hat. Hast du dich schon mal am Finger verletzt und dabei deinen Fingerabdruck stark beschädigt? Dann wirst du festgestellt haben, dass er in seinem ursprünglichen Muster wieder nachgewachsen ist. Die Speicherkapazität deines Gehirns entspricht etwa 4 Terabyte einer Festplatte. Das sind mehr als 8 Millionen Fotos. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die von Natur aus auf dem Rücken schlafen können. Affen schlafen normalerweise im Sitzen und lehnen sich an etwas an. Dein längster Knochen ist dein Oberschenkelknochen, nicht dein Musikantenknochen. Und der kleinste befindet sich im Ohr. Er ist kleiner als ein Reiskorn. Bist du kitzlig, wenn du dich selbst kitzelst? Ja, eigentlich geht das nicht. Nur wenn du gekitzelt wirst. Das passiert, weil der Kleinhirnbereich, der die Bewegungen überwacht, die Empfindungen vorhersagt, die durch dein eigenes Tun verursacht werden. Signale werden ans Nervensystem gesendet, um diese Empfindungen zu unterdrücken. Aber natürlich gibt es einige wenige Menschen, die von sich aus kitzlig sind. Falls du nicht zu ihnen gehörst, kann das Berühren einer neuen Struktur, die das Gehirn noch nicht kennt, oder die Verwendung eines Massagegeräts dazu beitragen, deine Nerven zu stimulieren und Entspannung zu bringen. Hast du schon den Kitzeltest an dir probiert? Und willst du testen, ob dein Gleichgewichtsorgan gute Arbeit leistet? Dann probiere folgenden Trick aus. Stell dich auf ein Bein und schließe deine Augen. Die meisten von uns verlieren gleich beim ersten Versuch das Gleichgewicht. Dein vestibuläres System ist ein Netz aus Organen und Systemen in deinem Körper, das dafür sorgt, dass dein Körper in verschiedenen Positionen im Gleichgewicht bleibt. Zu diesem System gehören auch das Innenohr und das Sehvermögen. Deshalb ist es viel einfacher, in der Stille und bei geöffneten Augen das Gleichgewicht zu halten. Kannst du mit deinen Ohren wackeln? Dann kommst du auf Partys gut an, ne? Und gehörst du zu den 22% der Menschen, die bewusst mit einem Ohr wackeln können, oder zu den 18%, die mit beiden Ohren gleichzeitig wackeln können? Unsere Vorfahren konnten gut mit den Ohren wackeln. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass ihre Ohren damals viel beweglicher waren. Die Muskelgruppe, die für das Wackeln verantwortlich ist, wird Ohrmuschel genannt. Wir beanspruchen sie heute aber kaum noch. Es heißt aber, dass jeder lernen kann, seine Ohren wieder mehr zu bewegen. Es braucht nur Zeit und Übung. Was wir aber nicht lernen können, ist, ein Ohr in Richtung einer Schallquelle zu bewegen, so wie es Hunde und Katzen tun. Wir können auch niemandem ein Ohr leihen. Was passiert, wenn wir es nicht zurückbekommen? Okay, schau dich mal im Spiegel an. Ja, direkt in die Augen. Siehst du die kleine Gewebefalte in den inneren Ecken deiner Augen?
Pass auf, das wird dich interessieren. Das war früher ein drittes Augenlid und wird Nickhaut genannt. Du kannst es heute zum Beispiel bei Schlangen oder Eidechsen sehen. Das dritte Augenlid diente demselben Zweck wie die beiden anderen, obwohl unklar ist, ob es beim Menschen je komplett ausgeprägt war. Diese Membran war nicht so dick wie die Augenlider, die wir heute haben. Aber sie konnte das Auge befeuchten, ohne die Sicht zu versperren. Heute ist davon nur noch diese winzige Falte im Augenwinkel übrig. Wahrscheinlich werden wir sie in Zukunft ganz verlieren. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit dieser Kruste im Augenwinkel aufwachen. Und wenn du dich gerade so im Spiegel anschaust, dann schau mal tiefer. Tiefer, noch ein bisschen tiefer. Ja, das sind deine Zehen. Sag Hallo und Tschüss. In der Wissenschaft glaubt man, dass wir in Zukunft unsere Zehen ganz verlieren werden. Unsere Vorfahren, die alten Primaten, brauchten Zehen, um auf Bäume zu klettern. Sie benutzten sowohl ihre Hände als auch ihre Füße, um nach den Ästen zu greifen. Das machen die meisten Affen und Menschenaffen auch heute noch. Sie haben längere und flexiblere Zehen und beweglichere Füße, mit denen sie sich an den Ästen festhalten können. Dank der Beweglichkeit ihrer Füße können sie mit ihnen auch Gegenstände vom Boden aufheben. Für uns Menschen ist das schon etwas komplizierter. Versuch mal, einen Stift mit den Zehen vom Boden aufzuheben. Ist gar nicht so leicht. Der Mensch hat bei seiner Entwicklung einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben angefangen, aufrecht zu gehen und sind von Bäumen auf den Boden gekommen, wodurch sich die steiferen Füße und kürzeren Zehen entwickelt haben. Heute brauchen wir unsere Zehen, um das Gleichgewicht zu halten, wenn wir von den Fußballen zu den Zehenspitzen abrollen. Unser Gleichgewicht ist aber heute viel zentraler geworden. Zuerst verlagerte es sich in Richtung Innenfüße, was dazu führte, dass unsere kleinen Zehen so winzig wurden und die großen Zehen so groß. Wenn wir mit der Zeit das Gleichgewicht ganz ohne Zehen halten, ist es wahrscheinlich, dass sie in Zukunft miteinander verwachsen werden. Jetzt dreh dich um und schau dir deinen hübschen Popo an. Falls du schon mal vom Skateboard gefallen oder auf einer vereisten Fläche ausgerutscht bist, dann weißt du, wie schmerzhaft es ist, mit dem Steißbein auf einem harten Untergrund aufzuschlagen. Aber das könnte bald ein Ende haben, denn in der Wissenschaft geht man davon aus, dass das Steißbein im Laufe der Evolution ganz verschwinden wird. Das Steißbein ist ein Merkmal, das wir noch von unseren Primatenvorfahren haben. Sie brauchten ihre Schwänze, um sich zwischen den Ästen zu bewegen und sich von Baum zu hangeln. Es ist schwer zu sagen, wann dem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes der Schwanz abgefallen ist, aber Fakten sind Fakten. Das Einzige, was uns an die glorreichen Tage des Baumspringens erinnert, ist der ziemlich nutzlose Knochen am unteren Ende unserer Wirbelsäule. Okay, jetzt zurück zum Gesicht. Öffne deinen Mund und sage Ah. Vielleicht gehörst du schon zu den Glücklichen, die keine Weisheitszähne mehr haben. Du kannst dann stolz auf dich sein, denn du bist ein Produkt der Evolution. Du weißt bestimmt schon, dass Zähne der einzige Teil des menschlichen Körpers sind, der sich nicht selbst reparieren kann. Damals, lange in der Vergangenheit, gab es noch keine Zahnärzte und unsere Vorfahren haben im Laufe ihres Lebens alle Zähne verloren. Ihnen blieb dann nichts anderes übrig, als flüssige Nahrung zu sich zu nehmen. Nicht cool. In der Wissenschaft glaubt man, dass die Natur uns die Weisheitszähne als Ersatz für abgenutzte und ausgefallene Zähne gegeben hat, weshalb sie auch so spät in unserem Leben wachsen. Heute, mit all den Fortschritten, die die Zahnmedizin gemacht hat, bleiben bei den meisten von uns alle oder die meisten Zähne bis ins hohe Alter intakt. Und selbst wenn wir einige verlieren, können wir sie jederzeit künstlich ersetzen. Das macht die Weisheitszähne zu einer rudimentären Sache. Das scheinen sie auch zu verstehen, denn immer mehr Menschen müssen als Erwachsene nicht die Tortur des Zahnens durchmachen. Apropos Zähne. Unser gesamter Kiefer hat sich in den letzten 10.000 Jahren auch verändert. Es heißt sogar, dass er sich noch weiter verändern wird. Fakt ist, dass der Kiefer sich am schnellsten von allen Körperteilen verändert hat. Früher, als die ersten Menschen noch Jäger und Sammler waren, brauchten sie kräftige Kiefer und größere Zähne, um rohes Fleisch zu zerkauen und Pflanzen zu zermahlen. Als sie zum Kochen und zum Ackerbau übergingen, waren ihre Mahlzeiten weniger zäh und ihre Kiefer wurden kleiner, weil sie sich an die neuen Anforderungen angepasst haben. Im Laufe der Zeit sind unsere Kiefer immer weiter geschrumpft
Und wie es heißt, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern. Unsere Lebensmittel sind größtenteils verarbeitet. Wir müssen also immer weniger kauen. Die Menschen der Zukunft werden wahrscheinlich zartere Gesichtszüge mit dünnen Kieferlinien und flachen Wangenknochen bekommen. Aber es gibt auch Körperteile, die nicht verschwinden, sondern ein Comeback feiern. Vor 100 Jahren trat die Fabella, ein winziger Knochen im hinteren Knie, nur bei etwa 11% der Menschen auf. In der Wissenschaft ging man davon aus, dass er bald ganz verschwinden würde. Aber entgegen dieser Vermutung hat es der kleine Knochen in die Knie von 39% der modernen Menschen geschafft. Es ist nicht bekannt, warum genau die Fabella zurückgekehrt ist, aber die plausibelste Erklärung liegt in unserer Statur. Wir sind größer und schwerer geworden, als unsere Vorfahren es waren, was an unserer Ernährung liegt. Sie ist viel besser und nahrhafter geworden, wodurch wir ein höheres Alter erreichen und auch größer geworden sind. Man geht davon aus, dass wir jetzt auf dem Höhepunkt unserer evolutionären Größe sind. Die Fabella könnte also wieder den Weg in unseren Körper gefunden haben, um die Sehnen im hinteren Knie durch ihre glatte Oberfläche zu schützen. Auf ihr können sie gleiten, was die Reibung und damit auch die Abnutzung verringert. Apropos größer werden, schau dich nochmal im Spiegel an. Beuge deinen Arm ein bisschen. Ja, das ist ein schöner Bizeps, aber leider nicht so schön wie der deiner Vorfahren. Nicht alles an der Evolution ist 100% gut für uns, sondern nur eine Anpassung durch unsere Gewohnheiten. Am besten erkennt man das an unseren Muskeln. Sie sind mit der Zeit kleiner und schwächer geworden, vor allem im Oberkörper. In der Antike brauchten die Menschen große und starke Muskeln, um die harte Arbeit zu verrichten, von der Jagd und dem Transport des Fangs nach Hause bis hin zur Herstellung von Werkzeug und dem Bau von Häusern. Später wurde die Arbeit nicht einfacher, sondern noch härter. Das Pflügen der Felder und der Bau komplexer Gebäude erforderten viel Kraft und Ausdauer. Aber mit dem technischen Fortschritt wichen die körperlichen Fähigkeiten der Denkleistung. Maschinen übernahmen viele Arbeiten für uns, die sie sogar noch besser erledigten. Über die Jahre hat sich unsere Lebensweise gewandelt. Wir sitzen mehr und verbringen viel Zeit vor dem Computer. Das lässt natürlich unsere Muskeln schrumpfen. Verständlich, weil wir sie ja nicht mehr so oft gebrauchen. Daher geht man in der Wissenschaft davon aus, dass wir im Laufe der Zeit immer schlanker werden und es für uns immer schwerer wird, Muskelmasse aufzubauen. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem, unserem Gehirn. Es hat sich nach einem seltsamen Muster verändert. Unsere entfernten Vorfahren hatten ein eher kleines Gehirn. Unsere nahen Verwandten, wie die Neandertaler, hatten ein größeres Gehirn als des durchschnittlichen modernen Menschen von heute. Im Laufe der Evolution wurde das menschliche Gehirn also größer, aber in den letzten Jahrhunderten ist es wieder kleiner geworden. Aber niemand weiß genau, warum. Stimmen aus der Fachwelt vermuten, dass es mit der Veränderung unseres Lebensstils und unserer sozialen Beziehungen zu tun haben könnte. Die frühen Menschen, vor allem die Jäger und Sammler, mussten sich jede Pflanze und jedes Tier, das sie sahen, merken, ihre Eigenschaften zuordnen und wissen, wie man diese oder jene Dinge benutzt. Sie waren eher Generalisten und mussten alles lernen, was ihre Eltern wussten, und noch mehr auf eigene Faust herausfinden. Der moderne Mensch ist eher auf einem bestimmten Gebiet spezialisiert und deckt ein enges Thema ab. Für den Rest sind die Kollegen verantwortlich. Unsere Vorfahren arbeiteten in Gruppen, in denen jeder von jedem ersetzt werden konnte. Heute versammeln wir Teams, in denen jedes Mitglied seine eigene spezielle Aufgabe hat und dadurch unersetzlich ist. Aber scheinbar spielt die Größe des Gehirns keine so große Rolle, denn Orcas und Elefanten haben zum Beispiel größere Gehirne als wir, was sie aber nicht intelligenter macht. Aber vielleicht glücklicher? Wer weiß. Wagen wir uns weiter ins Unbekannte vor, das heißt Jahrtausende in die Zukunft. Wir könnten einige ziemlich unglaubliche Eigenschaften entwickeln. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass sich die Menschen an das Leben im Wasser anpassen werden, vor allem wenn der Meeresspiegel weiter so steigt. Wir entwickeln Schwimmhäute und Flossenfüße, um besser schwimmen zu können, und bekommen vielleicht auch Kiemen, um unter Wasser atmen zu können. Wenn wir ins All fliegen und andere Planeten besiedeln, müssen wir uns zwangsläufig auch an diese Bedingungen anpassen.
Der Mars zum Beispiel hat eine geringere Schwerkraft und ein viel kälteres Klima, was dazu führen könnte, dass die Menschen größer und leichter werden und auch die Körperbehaarung wird wieder zunehmen, um nicht zu erfrieren. Planeten mit stärkerer Schwerkraft und höheren Temperaturen werden die Menschen dagegen zu stämmigen und wahrscheinlich haarlosen Wesen machen. Die Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht verwandeln wir uns dank der sozialen Medien in kleine Blobs mit großen Augen und Daumen. Mehr braucht man ja zum Texten nicht. Ich hoffe nicht.